Ich bin überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind. Einmal ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Grüß Gott und grüß euch. Freut mich wahnsinnig, dass wir nicht alleine sind, die was merken, dass das vielleicht alles momentan ein bisschen aus dem Ruder läuft. Man merkt schnell, wenn man ein bisschen abseits der Regierungsmeinung ist, sich abseits der Regierungsmeinung bewegt, wird man ins rechte Eck gedrängt, warum auch immer. Man wird als Schwurbler bezeichnet, gefällt mir persönlich eigentlich am besten, also ich bin gern Schwurbler. Aluhutträger, weiß ich ehrlich gesagt nicht warum. Uns eint, glaube ich, eines, wir merken, dass irgendwas nicht mehr ganz richtig läuft bei uns. Darum sind wir alle da. Wenn ich das nur immer rede, wir haben das auf der Initiative Zukunft Oberndorf, da redet man mundfußlich in den Videos und schreibt Beiträge, da wird man natürlich auch angefeindet. Inzwischen bin ich es gewöhnt, das ist mir relativ gleich. Aber ja, ich bin ja nicht vom Fach und was weiß ich, ich bin ja kein Virologe, kein Epidemiologe und was auch immer. Das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Darum haben wir uns heute Verstärkung geholt, dass ihr bestens informiert seid. Wir haben die Frau Dr. Rösch hier in Oberndorf. Wir haben den Herrn Dr. Schießler in Oberndorf, der wird uns auch auf der rechtlichen Seite beraten. Und wir haben heute auch den Gesundheitsmechaniker, den Roland, bei uns. Auch ein herzliches Grüß Gott. Wir haben auch mehrere Auflagen von der Behörde bekommen. Die erste Auflage ist, das kennen wir alle, Abstand halten. Also ich würde euch bitten, Schatz, mit denen ihr nicht zusammen wohnt, dass zumindest den Meter Abstand einhaltet. Platz sollten wir haben, so klein ist Oberndorf dann auch nicht. Und wir haben eine Maskenpflicht auferlegt bekommen. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Das heißt, wenn die Polizei kontrollieren kommt, wir haben Maskenpflicht, nur zur Information. Da ist jeder selbst verantwortlich dafür, das einzuhalten. Es gibt genügend, die davon befreit sind. Das könnt ihr bitte halten, wie ihr wollt. Selbstverständlich, wenn wer keine Luft kriegt, tut das wieder runter. Ich würde vorschlagen, genug geredet von meiner Seite und ich übergebe das Wort gleich an unseren Gesundheitsmechaniker, der euch die nächsten Worte bringt. Hallo. Hallo Oberndorf. Seht ihr mich alle? Hört ihr mich alle? Okay. Geil. Hey, danke, dass wirklich so viele gekommen sind. Wetter ist ja nicht so optimal. Aber ich finde es wirklich cool, dass ihr herkommt, weil wir müssen die Brücken halten. Die Brücken gehört uns und die Brücken nimmt uns keiner weg. Und alle, die heute da sind, ihr müsst jetzt endlich was tun. Ihr seid verantwortlich. Die Frau Doktor und der Herr Doktor werden euch dann ein bisschen die Paragraphen erklären. Ich bin euch da, um euch zu erklären, wie weit das wirklich schon ist. Nämlich, es ist 11:55 und wir sind im freien Fall. Ja? Wo sind die Lehrer? Aufzahlen. Ja? Ja? Aufstehen. Nicht mehr zuschauen. Nicht mehr sitzen bleiben. Es geht um unsere Kinder. Ich habe selber zwei Kinder. 3 und 5, meine zwei Mädels. Wir sind eingeschworene Elsa-Fans. Ja? Die Elsa ist heute wieder da, aber es ist ein bisschen kalt für die Elsa. Ja? Und wir müssen jetzt was tun. Und ihr müsst was tun. Ich kriege viele Fotos, viele Videos von diesen Kerzenaktionen. Wer macht Kerzenaktionen bei euch? Wo sind die Kerzen? Ja? Jeden Tag. Jeden Tag müssen Kerzen leuchten. Jeden Tag. Nicht einmal und dann einen geilen Facebook-Post und glauben, ich habe die Pandemie besiegt. Ihr kämpft nicht gegen die Pandemie. Es ist eine Diktatur. Richtig.
Es ist medizinisch überhaupt kein Problem in dem Ausmaß, wie sie uns verkaufen. Weil die haben diese Diktatorenmasken. Die verordnen sie uns jetzt da schon. Wer weiß, wie man Kerzen anzünden für euch? Ja? Wieso hat nicht jeder Kerzen mit? Ja? Ja, jeder. Das sind ja die paar Hansel, die zünden jetzt nicht. Ja? Jeden Tag müssen irgendwo Kerzen stehen. Mit Zettel. Jeden Tag. Ich hab ganz viele Leute schon verloren, die nicht mehr reden mit mir. Das kennt sicher der eine oder andere, oder? Ja? Das ist egal. Die werden sich später bei uns alle bedanken, dass wir es umgerissen haben. Und sie werden uns wirklich richtig dankbar sein. Wer von euch hat Kinder? Ja? Jeder, der Kinder hat von euch, darf doch jetzt auf keinen Fall mehr zuschauen. Ihr müsst um eure Kinder kämpfen. In Tirol hat der Kur einen deutschen Touristen totgetreten, weil einer mit einem Hund zugegangen ist. Und wir präsentieren unsere Kinder kampflos für Stempelgeld, für Kurzarbeitsgeld und für Jobs, die uns nicht interessieren, mit Kollegen, die wir prinzipiell eh schon einmal anschauen können, weil es solche Krattler sind. An was hängt es hier da so? Frage ich mich wirklich. Ich halte mein Gesicht seit 10. April regelmäßig in die Kamera. Ich habe mir gedacht, das ist Mitte Mai gar, weil es offensichtlich ist. Aber so wie es ausschaut, schaut jeder meine Videos an. Und es sind schon wirklich viele Leute, die meine Videos schauen. Ich kriege auch viele Likes, es wird oft geteilt. Ich bin bei 12.000 Abonnenten. Aber irgendwie geht nichts weiter. Ich krieg ein Foto pro Woche von irgendwem, der irgendwas macht. Und dann hätte der wahrscheinlich auch noch gern, dass ich einen Beitrag mache für ihn. Und ihm lobend hervorhebt, dass er einmal was da hat. Wir müssen jeden Tag müssen wir sorgen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Wer lässt sich vielleicht das noch gefallen? Ja, da hinten, sag wenigstens mal ehrlich auf. Ja, deswegen ist schon mal was wert. Aber es geht so nicht weiter. Und jeder, der da jetzt steht, auch mit Abstand, hat neben ihm einen, der auch da steht. Schaut ihn nach links und rechts. Schaut einmal. Ja, schaut den einmal an. Und überlegt euch, ob der wirklich stehen bleibt, wenn es hart wird. Oder ob der umfällt. Und das braucht man. Ich muss mich bei meinem Eventmanager bedanken. Beim Bertl. Ich habe den Bertl kennengelernt im Rahmen von dem ganzen Wahnsinn. Einmal einen großen Applaus für unseren Bertl Neubauer. Ich habe kennengelernt die Konstantina und den Roman. Ich darf es mir vorne mal reden. Das ist so eine Terroristenkreise. Da ist man per Du. Und ich habe diese Leute kennengelernt und ich weiß, dass diese Leute nicht umfallen. Und ich weiß, dass diese Leute alles riskieren, was sie haben. Aber diese Leute haben das Herz am richtigen Fleck. Und das müsst ihr euch jetzt langsam fragen, wie weit wollt ihr gehen und wollt ihr überhaupt gehen? Weil irgendein so ein schwindliger VW Golf, der auf Leasing läuft, wird da nicht helfen in einem Jahr. Auch die Bude, wo der Kredit drauf läuft, wird da nicht helfen. Weil das nehmen sie da eh alles weg. Aber wenn du das jetzt verlierst, dann kannst du am nächsten 6 Jahr nur eine neue Bude kaufen. Aber nächstes Jahr wird das nicht mehr gehen. Und das müssen wir uns jetzt echt schon langsam eingestehen, dass wir es wirklich so weit kommen lassen haben und dass wir jetzt anpacken müssen. Wer von euch will jetzt wirklich anfangen? Ja, ein bisschen lauter vielleicht. Das ist mir zu leise. Ja. Deswegen fahre ich nicht 140 Kilometer. Also, näher mal hinsetzen, nur mehr stehen bleiben. Und die Leute werden sehen, dass wir da sind. Nur, wenn wir das vom Internet machen, wird uns das gar nichts helfen. Ihr müsst Anwälte für Grundrechte euer Recht einfordern, eure Rechtsschutzversicherungen,
Ihr müsst anfangen, auf euer Recht zu beharren. Denn die Verfassung steht über der Verordnung. Und jetzt haben sie in ganz Europa nicht unsere Vorfahren foltern lassen, erschießen lassen und einsperren lassen, für das, dass uns die unsere Freiheit wegnehmen mit Wattestäbchen. Weil die montieren Rechte ab ohne Waffen, mit Steckerl, mit Rotkreuzautos am Pandemie-PCR-Straßenstrich. Ich habe mal in Salzburg gewohnt und da hat es auch, Sternigstraßen hat das geheißen, da ist auch wer neben der Straße gestanden, die haben auch abgestrichen. Ja? Aber das, was die Leute da machen, ist eine Frechheit. Und jeder, der sich da jetzt nicht auflehnt und diese Tests ablehnt, weil ich kenne genug Leute, die lehnen es ab, weil sie können eh nichts tun, weil das ist keine Medizin. Das ist alles schwerster Gesetzesbruch. Es hat nichts mit einem Arzt zum tun. Weil anscheinend reicht es, dass du irgendeine Jacke anziehst von irgendeinem und dann kannst du mit Steckerl in dem Gesicht umeinander rudern. Und mit dem montieren uns die Rechte ab. Ist euch das schon klar? Wer von euch geht zu einem Test? Ja? Anwälte für Grundrechte haben Formulare zum Downloaden. Da gibt es ein Formular, da kann man den Arzt in die Haftung nehmen. Man kann diese ganzen schwindligen Laborsysteme, die so derartig fehlerhaft gemacht werden, anzeigen. Und wir dürfen es uns nimmer gefallen lassen. In meinen Videos sind auch die Downloads drinnen. Lasst den Arzt unterschreiben. Das ist euer Recht. Nehmt diese Zettel, druckt es euch aus und übt das vorm Spiegel. Weil wenn du einem Doktor gegenüberstehst, dann geht die meisten dann der Bresel. Und das Steckerl ist irgendwo drinnen. Nein! Das einzige Wort, das ihr noch sagen müsst, ist Nein. Sonst nichts mehr. Sogar meine kleinen Kinder können Nein sagen. Und die sagen das oft. Und da stehen Leute, die sind jenseits der 18. Ja? Da sind Leute, die sind über 50 und die sagen Ja zu so einem Schwachsinn. Und ihr steht heute nicht da, weil ihr euch nicht auskennt. Weil alle, die heute da stehen, wissen, was los ist. Euch braucht man ja mehr aufklären, wie falsch das ist. Euch muss man nur mehr in den Arsch treten, dass endlich geehrt wird. Ja, jetzt klatscht keiner, gell? Scheiße. War ein bisschen zu gemein zu euch, oder? Ja? 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 Das lassen wir uns nicht verbieten für euch. Deswegen fahre ich nicht her, dass ihr euch sagt, wie klasse es seid. Also, es geht nur mehr darum, Nein zu sagen und auf euer Recht zu beharren. Nehmt eine Rechtsberatung, geht auf die Straßen. Es gibt diese geilen Videos mit diesen weißen Anzügen, wer kennt die? So ein Anzug kostet 10 Euro, so eine Maske kostet im 12er-Pack 10 Euro. Die ziehe ich an und gehe dann mit zum Ikea. Dann hole ich mir halt dort mein Zeug. Momentan ein bisschen schwierig, aber dann hole ich beim ADEC einige und ich brich nicht einmal die Maskenpflicht. Ich gehe halt nur mehr so einkaufen. Ist das ein Problem? Kein Problem nicht. Ja? Ah, ja, sie. Christkindlmarkt ist ja, glaube ich, abgesagt, oder? Soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, wer von euch hat einen Christbaum daheim? Jetzt noch nicht. Man kann so einen kleinen Christbaum to go machen. Das ist meine Idee. Werde ich machen. Das heißt, ich gehe in Zukunft mit einem Christbaum spazieren. Ja? Ja? Den kann ich tragen. So ein kleines Baumerl. Die Leute tragen das auf dem Friedhof. Dann stehe ich mich halt irgendwo hier und stehe mit meinem Christbaum. Also eine LED-Ketten kostet 10 Euro. Und dann mache ich meinen eigenen Christkindlmarkt. In der stille Nachtgemeinde. Da kommt das Little Glaube her, oder? Hey, da müssen wir das mindestens machen. Glühwein to go. Da gibt's diese kleinen Puffer, wo du runterlassen kannst, Glühwein. Ich kenne eine, die hat zwei Kinder und macht das, die geht Freitag einmal Glühwein to go machen. Freude vor Glühwein.
Die, ja, wirklich. Ja, die macht das. Kein Scheiß. Ja. Ja. Die schenkt gratis Glühwein aus. Am Spülplatz. An andere Leute. Ja, glaubt ihr echt, dass ich mir meinen Glühwein nehmen lasse? Von den Schwachköpfen? Na, sicher nicht. Ihr könnt ihn schon alle daheim trinken. Dann könnt ihr auch meine Videos anschauen. Ja? Aber nächstes Jahr gibt es dann gar nichts mehr, weil dann wird der euch keinen Glühwein mehr geben. Die Leute, die Wirtshäuser, dürfen mir nichts ausschenken. Jeder Wirt soll einen Wein herschenken. Soll ich Wein sehen. Und geh umeinander. Schenk Glühwein aus. Aber kommt aus euren Häuser. Versteckt euch nicht mehr daheim. Ich brauche Glühwein für meine psychische und physische Erholung. Wer von euch kann Glühwein kochen? Wer von euch sauft gern? Ja, dann saufen wir halt mehr. Hinfahren darf man nirgends mehr. Das heißt, wir haben einen Freibrief zum Trinken. Ein paar Becher und dann gibst irgendwann mal einen Glühwein. Auch wenn er jetzt nicht aus unserer Gang ist. Aber die Leute werden sich denken, so cool, jetzt kriege ich einen Glühwein. Und dann rede ich mit dem bei einem Glühwein. Das ist ja nicht so ein Problem. Wer wird das schaffen für euch? Ja, ein bisschen weniger, aber das geht schon noch. Ja. Vielleicht werde ich ein Video machen, wie man Glühwein kocht einmal. Basiswissen Glühwein kochen. Ja. Die weißen Anzüge. Geht's einfach aus, sie schreibt nicht in diese unsäglichen Gruppen 1000 Nachrichten, warum es nicht geht und ich muss mich zuerst 80 Mal treffen mit wem. Einen Anzug bestellen, also eine Maske und dann gehe ich halt einmal eine Runde spazieren mit meinem Hund in dem weißen Anzug, hängen wir da verlummer. Die Leute müssen sehen, dass es uns gibt und nicht uns ignorieren, weil wir keine Masken aufhaben. Ja? Also, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht ganz umsonst hergefahren bin und dass ihr alle wieder heimgeht und in den Fernseher reinschaut und euch ärgert und Angst habt vor dem Steckerl. Wer von euch wird was tun? Ein bisschen lauter. Da geht's um alles. Das ist nicht lustig. Es fällt wirklich weit. Also ab heute muss diese Brücken gesichert werden von den Leuten, die daher sind. Jeder geht heim. Ein paar Grabkerzen, dann stellt ihr es halt am Friedhof, wenn die Geschäften zu haben. Die, die da liegen, werden sie nicht beschweren mehr. Die brauchen sie nicht. Aber ihr müsst Signale setzen. Macht Fotos, postet das, Social Media. Und da herinnen ist der Christoph. Und der ist zum Unterstützen. Wenn der wen braucht, dann habt ihr es zum Thema. Und nicht sagen, heute habe ich keine Zeit, weil mein Meerschweinchen Bauchweh hat. Ja? Es gibt nicht mehr ich nicht mit den und mit den auch nicht. Das ist vorbei. Wenn einer was braucht. Ja, nicht nur schauen, ein bisschen lauter vielleicht. Ja, ein bisschen Unterstützung. Ja, hey. Wir retten die Welt gerade. Aber nicht so. Ja? Also ab sofort, wenn irgendwo eine Gruppe ist und ihr merkt, dass da gesudert wird, dann muss einer einschreiben, dass das zum Aufhören ist. Ihr müsst auf die Straßen. Der Yassin lässt sich, glaube ich, regelmäßig in Wien in den Schädel einschlagen, weil er so ein Terrorist ist. Ja? Der hat da Matten mit Gesetze und beharrt auf sein Recht. Jeder von euch hat dieselben Rechte wie der Yassin. Jeder. Aber er fordert es ein. Das ist nicht einmal ein hundertprozentiger Österreicher. Und er kennt die österreichischen Rechte. Fordert es ein. Und gebt nie mehr wieder Ruhe. Ja? Auf keinen Fall. Kerzen, Anzüge, Christbaum to go, Freude vor Glühwein. Scheißegal, macht's Facebook-Gruppen. Es wird jetzt eine Kerzengruppe geben, hat Maidana geschrieben. Der hat das in Niederösterreich gemacht. Und jede Woche müssen diese Kerzen brennen. Und steht dazu, dass ihr die aufgestellt habt. Weil es ist nicht strafbar. Und geht in der Nacht aus, geht spazieren. Aber lasst euch ja nicht einsperren. Weil der Schießler Roman wird euch dann noch erklären, warum ihr euch nicht einsperren lassen müsst. Aber da müsst es ihr.
Ist das klar? Okay, dann fangt's an. Danke. Grüß euch. Hallo Oberndorf und die Bayerischen sind, glaube ich, auch da. Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch wie der Roland, weil ich war schon auf Demos in Wien, wo die Hälften von der Personenanzahl waren. Und deshalb finde ich das echt super, dass in dem Ort, von dem ich noch nicht viel gehört habe, so viele Leute da sind. Wir nehmen unser verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Versammlungsfreiheit wahr. Und was eine kriminelle Regierung sagt, die es amtlich hat, dass sie die Verfassung bricht, ist für mich DINEF, wird mein Vater sagen. Und es freut mich auch, dass ihr nicht Abstände einhaltet und dass ihr nicht diese entsetzlichen Masken im Gesicht habt, weil das, was... Die Masken sind schon schlimm genug, aber das mit dem Abstand, ich habe ein bisschen nachgedacht in den letzten Tagen, das ist das aller Schlimmste. Und wir überlegen einmal so ein bisschen in der Historie, was wollten denn undemokratische Regenten, dass die Menschen auseinanderbleiben? Was haben sie denn am allermeisten gefürchtet? Dass die Leute zusammenkommen, dass sich der Pöbel, das Gesindel, so wie wir es da sind, ich fühle mich sehr wohl unter euch. Dass wir uns treffen, dass wir uns zusammenrotten, dass wir auf der Straße sind, dass wir eine Front bilden. Und diese Abstandsgeschichten, die haben nichts, aber original gar nichts mit einer Erkrankung zu tun, so wie diese ganze Geschichte nichts mit einer Erkrankung zu tun hat, sondern auf einer völlig anderen Schiene läuft. Und lasst euch bitte nicht einreden, dass jeder des anderen Feind ist, dass jeder gefährlich für den anderen ist. Niemand, der gesund ist, kann einen anderen anstecken. Wer das behauptet, ist falsch informiert oder informiert falsch. Also kommt zusammen, steht zusammen, bleibt zusammen. Weil was kann denn Besseres passieren für ein paar Übergeschnappte, dass sich die Leute anfangen, voreinander zu fürchten? Das ist ja wunderbar, wir brauchen ja gar keine Ausländer mehr oder Arbeitslose, Obdachlose oder sonstige Leute. Jeder ist irgendwo des anderen Gegner. Jeder begegnet dem anderen irgendwo mit dem größten Misstrauen. Und auf diese Nummer steigen wir nicht ein. Es bestreitet im Übrigen niemand, dass Menschen schwer an Infektionserkrankungen, auch durch Viren ausgelöst, erkranken können. Niemand bestreitet das. Das wäre auch vermessen und dumm. Was ich bestreite, ist, dass eine Infektionserkrankung, gleich welcher Ursache, in einem industrialisierten Land, und Österreich ist noch ein reiches Land, kann die Allgemeinheit nicht gefährden. Und das war immer so und das wird auch immer so bleiben, sofern wir dieses Land nicht in einen Trümmerhaufen verwandeln. Und ich sage euch was, das Problem ist eigentlich nicht, sind nicht ein paar Übergeschnappte in der Regierung. Das Problem sind wir, weil wir machen das. Wir machen einen Lockdown. Wir haben die Fetzen im Gesicht. Also ich vermute, von denen, die anwesend sind, sind wenig Verdächtige, die das tun, ich mache es auch nicht, aber wir sind nun mal eine Gemeinschaft. Und ich glaube aber, es ist noch niemand vor irgendwem gestanden und hat einem einen Schlüssel umgedreht oder in Fetzen ins Gesicht gehängt. Also der Herr Nehammer war das sicher nicht. Also warum machen wir das? Und wie der Roland das richtig gesagt hat, wir lassen uns einsperren von einem Zettel Papier. Ich meine, wie geht's uns eigentlich? Da kommt ein Zettel Papier, da steht drauf, Sie sind jetzt krank, du bist eingesperrt. Und jeder sagt, okay, bin ich eingesperrt, na gut, was soll ich machen? Ich meine, geht's nur mit uns? Das ist doch wunderbar, wir brauchen keine Justiz mehr, wir brauchen keine Polizei mehr, wir brauchen keine Gerichte mehr, es kommt nur ein Zettel Papier und ein Wattestäbchen und alles läuft. Und da ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich sage, wo bitte ist eure rote Linie?
Ich meine, meine ist schon seit ungefähr 37 Lichtjahren überschritten, weil ich habe das schon im März gewusst, dass das alles ein Blödsinn ist und in welche Richtung das geht und dass wir medizinisch überhaupt kein Problem haben. Und jetzt denkt einmal ja jeder so nach. Wem geht es denn jetzt besser als vor circa einem halben, dreiviertel Jahr? Geht es irgendwem besser? Dir geht es besser. Passt. Ja, persönlich geht es mir auch nicht schlecht, muss ich sagen, komischerweise. Aber es ist immer irgendwo ein diffuses Unwohlsein. Und das kann man es auch nicht sagen, oder? Ja, ja. Also wem geht es gleich? Ja, weniger. Und wem geht es schlechter? Also das müssen alle anderen sein. Hm? Okay. Geht es irgendjemandem schlechter, weil er so krank ist, weil seine Familie, seine Freunde, seine Umgebung so schwer betroffen durch eine Infektionskrankheit ist? Keiner. Okay. Hätte mich auch gewundert, hätte statistisch nicht hineingepasst. Also warum geht es uns dann schlechter? Da muss also was anderes sein. An einer Erkrankung liegt es nicht, weil von einer Seuche, die die Zombie-Apokalypse hervorbeschwört, erwarte ich mir schon ein bisschen was Besseres. Also da erwarte ich mir schon, dass jeder sehr kranke Leute kennt, dass es unglaublich viele Krankenstände gibt, dass es eine Übersterblichkeit gibt. Es gibt keine Übersterblichkeit. Im Jahr 2020 werden wir nicht mehr zusammenbringen im Vergleich zu 2019. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Wirten zurückkommen. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Kinder schikaniert, die Alten im Pflegeheim einsperrt. Also irgendwas passt an der Geschichte nicht zusammen. Und was sowieso zwei negative Triggerwörter für mich sind, ist Gesundheit und Schutz. Da wäre ich hochgradig unrund. Weil ist irgendjemand da, der glaubt, dass man ihn beschützen muss? Irgendeine Chopperlander? Nein. Welcher erwachsene Mensch bitte glaubt, dass man ihn beschützen muss? Ich bin mündig. Ja. Aber was wir schon wollen, und da schließe ich mich ein, ist Sicherheit. Und zwar Sicherheit, dass ich über die Brücken zu die Bohrischen da umgehen kann, meine Freunde, Verwandten besuchen, meine Familie besuchen. Die Sicherheit, dass ich auf Urlaub fahren kann. Die Sicherheit, dass meine Kinder auch morgen in die Schule gehen können und dort nicht schikaniert werden. Die Sicherheit, dass wir nicht die wirtschaftliche Gas abdrehen. Weil wir einfach jetzt sagen, gut, das ist freie Erwerbstätigkeit, ich meine, das ist ja nur ein Grundrecht, das brauchen wir auch nicht, das wird so quasi überschätzt. Das ist die Sicherheit, die wir wollen. Dass das Straßennetz funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann, dass hier nicht Polizeistaat, sondern rechtsstaatliche Methoden angewandt werden. Und das ist auch ein Appell an die Exekutive. Also mit Verlaub, aber was sich der öffentliche Dienst da in den letzten Monaten leistet, das ist ja peinlich. Sind öffentlich Bedienstete da? Traut sich keiner? Das ist ein Armutszeugnis für einen Rechtsstaat. Also wir kennen euch da schon Geschichten erzählen, da Roman und ich, das glaubst du nicht. Ja? Da glaubst du, das ist erfunden oder vom Kafka ausgekupft. Ganz üble Sache. Und dazu zählen auch Polizeistaatmethoden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Polizei und einem Rechtsstaat? In einem Rechtsstaat exekutiert die Exekutive, im Übrigen ist nicht nur die Exekutive, sondern auch Behörden, die Gesetze. Und in einem Polizeistaat exekutiert die Exekutive, jetzt kommt das Wort wieder, die Meinung eines Ministers, einer Regierung, die eigene, vom Nachbarn, vom Vorgesetzten. Und genau das ist aber passiert, Herr Nehammer, das geht an Sie, können Sie sich noch erinnern? Ich vergiss nichts, da können Sie sich sicher sein, Nehammer, weil hier sind es keiner. Und Sie haben es auch schon amtlich, Sie haben... Sie haben sich hingestellt im Fernsehen und öffentlich falsche, sie haben gelogen. Sie haben gelogen, davon steige ich nicht runter, weil sie müssen es besser gewusst haben. Und da kommen sie mal nicht aus der Geschichte. Und sie haben gesagt, ja, es gibt eine Ausgangssperre, man darf das und das und das nicht. Und das wurde dann tatsächlich von der Polizei auch exekutiert. Und falls irgendwelche Beamtinnen oder Beamten das jetzt hören, die da vorne dabei waren und sie vielleicht nur gut vorkommen, dass man nicht einmal die eigenen Gesetzesgrundlagen kennt, die Jugendliche schikaniert haben, die Leute vom Bankerl aufgetrieben haben, um Kinder vom Kinderspielplatz vertrieben haben. Ich meine, wie geht's denn euch? Was glaubt's denn eigentlich? Das sind Polizeistaatmethoden.
Und Nehammer, Sie haben es eh amtlich. Das Verwaltungsgerichtshof in Niederösterreich hat etliche dieser Strafen aufgehoben. Und das ist ein Skandal. Stellen Sie sich einmal ins Fernsehen und sagen das vielleicht. Tolerieren werden wir das in Zukunft sicher nicht, weil wir sind nicht so blöd, wie wir ausschauen. Es gibt Leute in der Republik, die glauben, wir sind wirklich so deppert. Aber das ist ein Irrtum und wir lassen uns auch nicht von Zetteln einsperren. Eine Bekannte hat einen Bescheid gekriegt, da ist drauf gestanden. Komischerweise war das so ein bisschen formuliert, wie ich das ja immer formuliere. Also vielleicht hört mir da jemand zu, nur was halt im Sinn verdreht. Weil das hat man dann doch wieder nicht zusammengekriegt. Also in dem Bescheid ist gestanden, es wurde jetzt festgestellt, dass sie krank ist und sich in Quarantäne zu begeben hat. Dann habe ich gesagt, gefällt da was? Sagt sie, nein. Aber es steht am Zettel und deshalb glaubst du das oder machst das. Das ist ein Sittenbild der Zustände der Behörden in diesem Land und das ist kein Einzelfall. Und da sage ich, liebe Freunde, so nicht. Und was ich auch oft höre, ist die Angst. Aber ich hab Angst, naja, und ich traue mich nicht und kann mir was passieren und darf man das? Ich sage, liebe Freunde, seid ihr erwachsen? Erwachsener Mensch hat doch keine Angst, bitte. Wer hat Angst? Vor Spinnen? Ja. Aber doch nicht vor Dingen, die vielleicht sein könnten. Der Roland hat das schon gesagt, da gibt es diesen Begriff der Gedankenhunde. Ja, die galoppieren immer vor und sagen, was könnte sein, was kann mir passieren und was wird sein und was kann sein. Diese Hundsviecher, die sollen einmal am Platz bleiben und die Gedanken galoppieren nicht irgendwo hin, was sein könnte, sondern jetzt überlegen wir mal, was kann man selbst jetzt machen? Vor was habe ich mehr Angst? Vor dem, was sein könnte oder vor dem, was eh schon ist? Und ich frage euch, wo ist die rote Linie? Was noch? Was lassen wir uns noch alles gefallen? Und dann möchte ich auch noch eins zu den Masken sagen. Ich sehe hier erfreulicherweise keine. Diese Masken sind ein Verbrechen, weil sie machen uns krank. Nicht nur, dass sie eine Infektionskrankheit nie im Leben aufhalten können, schon gar nicht so, wie sie gebraucht werden. Viren sind nämlich viel kleiner als die Poren in diesen Fetzen. Außerdem, was glaubt ihr denn, wo die Luft vorbeigeht in der Maske? Glaubt irgendjemand, dass das auf Hütter, also eine Gasmasken auf beide Seiten ist? Also das muss man mal vorhupfen. Im Übrigen haben auch Gasmasken immer nur den Filter dafür, was man einatmet und nicht, was man ausatmet. Aber es ist ja schon, Entschuldigung, habe ich vergessen, ist schon gefährlich. Ausatmen darf man nicht, um Gottes Willen, und das CO2. Also diese Masken helfen garantiert nichts und das ist evident gegen die Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Aber sie machen uns krank und das ist eine sehr einfache naturwissenschaftliche Überlegung. Ist irgendjemand aus dem medizinischen Bereich da? Roland, du zählst nicht? Gut. Hyperkapnie, hat das schon mal gehört? Der Mensch atmet ins Freie ab und das hat einen guten Grund. Man atmet nämlich Kohlendioxid, CO2, ab mit der Atemluft und den Sauerstoff wieder ein. Mit der Sauerstoffeinatmung hat man mit der Maske so gut wie kein Problem. Aber das Problem ist die CO2-Konzentration, die sich unter der Maske ansammelt. Das ist ein Gas, das schwerer ist als Luft. Und das kann man in einer sehr einfachen Versuchsanordnung messen. Das wurde auch mehrfach gemacht. Und was da für Werte rauskommen, da hebt es dir erst die Schuhe. Der Arbeitsinspektor wird da ein bisschen Schwierigkeiten machen, wenn die Raumluftkonzentration über 0,5 Volumensprozent liegt. Das ist der zulässige Grenzwert für CO2, für Kohlendioxid in Räumen. Unter der Maske hast du noch 1, 2, 3 Minuten das 5, 6, 7-fache dieser Konzentration. Also das ist der dunkle Wahnsinn und es ist gesundheitsschädlich. Wer von euch kriegt Schädelweh von dem Fetzen? Wem wird schwindelig? Wer ist schon mal umgefallen? Wer hat Konzentrationsschwierigkeiten? Ich sage euch, ihr seid in guter Gesellschaft mit 8 Milliarden Menschen auf der Welt, weil das ist die physiologische Antwort des Körpers auf eine zu hohe CO2-Konzentration. Ab 10 Volumensprozent ist tödlich, ab 5 wirkt es narkotisierend und drunter hat es halt die beschriebenen Wirkungen. Und wer kennt es, wenn man jemanden, der sich fürchterlich erregt, in einen Sackel atmen lässt? Nicht dann, aber wisst ihr, warum sich die beruhigen? Nicht, weil sie jetzt eingesehen haben, dass es keinen Grund für die Aufregung gibt, sondern weil die durch ihre eigene CO2-Rückatmung, und der Sackel ist dicht, relativ dicht, narkotisiert werden. Die werden betäubt. Und das ist genau das, was in diesen Masken
passiert. Das ist für Erwachsene schon unschön, für Schwangere ist das absolut kontraindiziert, man produziert damit behinderte Kinder und für Kinder oder Jugendliche ist das eine komplette Katastrophe, weil das ist giftig fürs Nervensystem, aber es scheint so, als ob sie manche Leute gern vergiften oder als ob man vergiftet werden sollen. Und ich sage das jetzt, so wahr ich hier stehe und ganz offen zu euch allen, jeder, der einem Kind eine Maske aufsetzt, ist ein Verbrecher und von dem steige ich nicht runter. Und dass man sich in diesen Plastikfetzen eine Bakterien-, Pilz- und Virenkultur macht, das versteht sich ja von selbst. Ich glaube, weiß jeder, wie züchtet man Mikroorganismen an in einem Brutkasten, da ist feucht und warm. Was ist hinter der Maske? Feucht und warm. Na wunderbar. Und das atmen wir dann gleich wieder in die Schleimhäute ein und passt schon wieder. Es hat eben einen Grund, warum der Mensch ins Freie weghustet. Oder in die Armbeuge, weil da wird es trocken und denaturiert. In der Maske ist schön warm und feiert fröhliche Urstände. Dann steckt man es in die Hosentaschen, da brütet es noch ein bisschen vor sich hin und dann setzt man sich gleich wieder auf. Also das ist einfach der dunkle Wahnsinn und da braucht man weder eine Wissenschaftler noch einen Arzt noch besonders gebildet oder intelligent sein. Das leuchtet doch bitte jeden ein und helfen tut es gar nichts. Und was noch dazu kommt, ist die psychosoziale Komponente, die eine komplette Katastrophe ist. Der Mensch ist durch die Entwicklungsgeschichte darauf trainiert und geprägt, unbewusst, dass wir in der Mimik lesen. Ja, wenn ich jemanden anschaue, dann sehe ich so ungefähr, was denkt der, hört mir der zu, ist der angezipft, kann mit der nicht leiden, will mit der gleich auffressen, will der flüchten, ähnliche Dinge. Ja, wir integrieren das gleich, wir lesen auch von den Lippen ab. Erwachsene können das ein bisschen kompensieren noch, aber Kinder können das gar nicht. Und Kinder lernen auch zu sprechen, indem sie von den Lippen ablesen. Das passiert alles nicht mehr. Und ganz ehrlich, wem ist das nicht ungut in ein maskiertes Gesicht schauen? Das mag keiner gern. Das depersonalisiert. Wenn wir mal so ein bisschen zurückdenken in der Historie, wer hat denn eine Maske getragen, damit man ihn nicht erkennt? Der Scharfrichter, der dich ums Eck gebracht hat, gefoltert, gerädert und aufgehängt dann hat. Und heute tragen das noch Sondereinheiten der Polizei und des Militärs, und zwar die Damen und Herren, mit denen nicht gut Kirschen essen ist. Und das hat einen Grund, die sind uniformiert. Du kannst ihr Gesicht nicht sehen, diese Menschen sind depersonalisiert. Und das hat einen Grund, du sollst den oder die nicht erkennen als Individuum, als Person, mit dem du in Kontakt treten kannst. Das soll alles ein Einheitsbrei sein und du sollst die möglichst fürchten und die Angst behindert das logische Denken und dann bist leichte Beute für solche Leute. Und ist Angst so schön? Hör mal raus aus dieser Angst, das ist ja fürchterlich. Und dann noch ein Wort zur Gesundheit. Das ist auch ein Wort, das ich überhaupt nicht leiden mag. Weil Gesundheit ist keine Blase, die über jeden drüber gestülpt ist und das gilt dann für alle. Und ich kann euch garantieren, kein einziger von euch ist ganz gesund. Kein einziger ist ganz krank, weil niemand ist moribund, aber niemand ist gesund. Ich sehe Brillen, der Hust, ich sehe dicke Leute, dünne Leute, ich sehe Raucher, Bluthochdruck, künstliche Hüften, Krebs etc. Ich hab's mit der Schilddrüse, ich bin chronisch krank, ich armer Mensch. So, und jetzt ist die Frage, ist das so wichtig? Gibt's noch irgendwas anderes vielleicht da? Gibt's eine Lebensqualität? Ich möchte der Lebensquantität. Ich möchte der Lebensquantität jetzt nicht ihre Berechtigung absprechen, aber die Qualität hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Und wo ich auch richtig aggressiv zum Teil werden kann, ist bei dieser Invektive, bleib gesund. Dieser Befehl, ja bitte, was soll denn das? Erstens einmal hört mir keiner was an zum Schaffen. Und ich sage dann immer, ich bin nicht gesund, bin chronisch krank. Und was machen wir jetzt? Dann ist immer so, bin sicher, hier sind Menschen, die sind chronisch erkrankt. Die werden nie wieder gesund. Die sind halt einfach chronisch krank, aber die Lebensqualität ist trotzdem hoch. Mein Vater ist doppelt Bein amputiert. Ja, Herz schlecht, Sicht schlecht, mit dem Herz hat das, ist kregel und munter. Soll ich zu dem sagen, bleib gesund? Und was soll diese Drohung immer? Ja, und wenn nicht, was ist dann?
Aber wir sehen ja eh, was ist, wenn, dann darfst du aber nirgends mehr hin, wenn, dann darfst du nicht. Und diese Erpressungsmaschinerie, und das ist eine reine Erpressungsmaschinerie, sonst gar nichts, die muss jetzt einmal durchbrochen werden. Und das geht nur Fetzen weg, Test weg, und dann haben wir auch kein Problem mehr mit Corona. Jawohl! Dann habe ich auch noch eine enttäuschende Nachricht. Im Übrigen ist jeder Mensch immer potenziell infektiös, weil allein in unserem Darm leben 1,5 Kilo Darmbakterien. So, was machen wir jetzt? Und auf der Haut sowieso und in den Augenbrauen wohnen Milben und was weiß der Kuckuck was. Ja, also eigentlich ist potenziell immer jeder infektiös. Naja, und wie geht es jetzt weiter? Ja, man kann ja dieses Spiel auch weiterspielen. So, okay, ist so und... Was ist dann? Das wird sich nicht ändern, ne? Weil Viren gibt es seit 3 Milliarden Jahren, Bakterien noch nicht ganz so lange, aber sicher schon länger als ein Mensch. Naja, und was tun wir jetzt? Also muss jetzt jeder aufhängen, im Keller einsperren? Oder wo ist denn da ein vernünftiges Szenario? Was wollen wir denn weiterhin? Und ich kann nur sagen, jeder, der das nicht will, der muss ja halt einmal sich hinstellen und sagen, nein, mache ich nicht. Tue einfach nicht. Ende Gelände. Und die Frage, naja, was dann kann mir was passieren? Ja, das ist möglich. Kann schon sein. Aber was jetzt passiert, das empfinde ich als weitaus schlimmer. Ja, aber vielleicht noch einmal ganz kurz zu dieser Erkrankung. Wie gesagt, ich habe noch eine schlechte Nachricht. Ein Spital ist immer voll. Also, war schon mal wer in einem Spital? Ja, aber nicht lange. War das Predel eben voll oder war es leer? Immer voll. Nee, immer voll, deshalb haben wir sie ja. Auch Intensivstationen sind immer mehr oder weniger voll. Das geht azyklisch, weil man das ja nicht so genau bemessen kann wie auf einer Normalstation mit elektiven Eingriffen, aber es ist immer voll. Und im Winter gibt es eine Übersterblichkeit, weil die Menschen an Atemwegserkrankungen erkranken und versterben. Das ist halt so. Jetzt hat man in Österreich einmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass Menschen versterben. Es ist so. Und wer hat sich gekümmert bitte um eine Intensivstation bis jetzt? Ich meine, wer hat sich um das irgendwie geschert, außer natürlich das Personal, das dort ist? Und wenn vor einem Jahr jemand aufgetaucht wäre im Spital und gesagt hätte, ein Minister oder ein Politiker oder eine Politikerin gesagt hätte, naja, was sind denn eure Probleme? Dann hätte er gehört, wir haben zu wenig Personal, zu wenig Betten, das ist immer ein bisschen subjektiv, weil das stimmt eigentlich nicht wirklich, aber Personal haben wir immer zu wenig und fürchterliche Arbeitszeiten und zu viel Stress und zu viel Computer. Wenn der dann gesagt hat, ja, ich habe aber eine Lösung für diese vielen kranken Patienten, die hier herumkugeln, weil die Menschen sind halt alt und krank im Spital, das lässt sich nicht verhindern. Wir sperren jetzt einmal die Wirten zu und jeder muss einen Fetzen im Gesicht tragen und die Geschäfte sperren wir auch zu, aber nicht alle und rausgehen sollte man eigentlich auch nur mal zu einer bestimmten Zeit. Was heißt macht? Also, wenn es höflich bist, hast du gesagt, ja, danke, wiederschauen. Ja? Und wieder der Arbeit nachgegangen. Und jetzt wird auf uns auf einmal eingeredet, das ist jetzt ein kausaler Zusammenhang zwischen dem, was man da macht, die Leute in den Wahnsinn treiben, das ist ja nur Gaslighting, was hier passiert, und einer Infektionskrankheit. Und das ist einfach gelogen. Und die Regierung hat es, wie gesagt, amtlich durch das Erkenntnis des VfGH, aber da würde euch jetzt der Roman ein bisschen mehr davon erzählen, weil der kennt sich da besser aus. Danke. Und eins möchte ich noch sagen. Es gibt immer wieder Leute, die glauben, sie können mich einschüchtern, weil sie Bezirkshauptmänner sind. Herr Ingenieur Magister Kreisel, das geht an Sie, was Sie sich da vorgestern geleistet haben in Oberösterreich, im Perg. Inklusive ihrer Exekutive, das war ja eigentlich peinlich. Aber wenn irgendjemand glaubt, er kann mich einschüchtern, wenn er Uniform hat oder wenn er vielleicht den einen oder anderen Zentimeter größer ist als ich, da habt ihr geschnitten mit mir. Ich fürchte nach wie vor nichts und niemanden. Und ich stirb lieber aufrecht stehend, als dass ich mich demütigen lasse und irgendwo im Dreck herumfalle. Ja, hallo, einen schönen Abend auch von meiner Seite.
Ich werde mich heute ein bisschen jetzt mit den rechtlichen Dingen befassen, die naturgemäß ein bisschen trockener herüberkommen. Versuche das ein bisschen vielleicht in einer gelockerten Form zu vermitteln und möchte beginnen mit ein paar Gerichtsentscheidungen, die in den letzten Tagen ergangen sind. Sei es vom Verfassungsgerichtshof, ich meine, es ist einmal so ein paar Wochen schon her, und vor kurzem auch ein portugiesisches Gericht hat ganz interessante Aspekte aufgezeigt, die an sich eine Selbstverständlichkeit sind, aber und in Zeiten wie diesen ist nichts mehr eine Selbstverständlichkeit, sondern da muss man auch schon mit solchen Dingen sich befassen. Gehen wir mal zum Verfassungsgerichtshof. Das weiß nicht vielleicht nicht jeder, also wenn so eine Verordnung erlassen wird, wie sie wir da jetzt haben, die so quasi so eine Dauerwalze ist, ne? Also da gibt es ja alle 14 Tage, wo man klicken kann, vielleicht sogar alle Wochen, gibt es neue Verordnungen oder irgendwelche Änderungen von Verordnungen. Und diesen Verordnungen liegen in der Regel Verordnungsakten zugrunde. Also das heißt, in den Ministerien, wo diese Dinge da ausgearbeitet werden, sind also Akten, und in diesen Akten befinden sich die wesentlichen Grundlagen für diese Verordnungen. Also das sind in der Regel Gutachten oder politische Absichtserklärungen von Ministern oder Verordnungsentwürfe und alles Mögliche halt. Ne? Und immer wenn also der Verfassungsgerichtshof eine Verordnung auf Gesetz oder Verfassungsmäßigkeit prüft, lasst er sich das kommen und schaut sich mal den Akt an, was sich da der Verordnungsgeber dabei gedacht hat, wie er sich da diese Verordnung, also wie er die Verordnung da erlassen hat. Ne? Und das hat der Verfassungsgerichtshof auch dieser Tage getan, also und hat also die erste Lockerungsverordnung geprüft, also die 197 aus 2020, BGBL 2, ne? Die hat er sich einmal angesehen und hat dann wahrscheinlich, haben die Richter da ein bisschen was schlecht geschaut, ne? Weil sie haben in dem Verordnungsakt nichts gefunden. Ne? Also sie schreiben halt, ich zitiere es ein bisschen frei, schreiben hinein, es ist nichts zu finden, was also erkennbar, was erkennen könnte, wodurch also der Verordnungsgeber bestimmt war, diese Verordnung zu erlassen. Ne? Also er hat es gänzlich unterlassen, irgendwas da hineinzugeben, also und hineinzuschreiben in den Verordnungsakt, was irgendwie nachvollziehbar erscheinen lässt, ne? Warum er diese Verordnung erlassen hat. Ich meine, es gehört schon eine ordentliche Frechheit dazu, ne? Seitens eines Ministers eine Verordnung zu erlassen ohne irgendeiner Grundlage und diesen Verordnungsakt an den Verfassungsgerichtshof zu schicken. Ne? Ich meine, die Chuzpe muss man mal haben. Ne? Also das ist, man weiß nicht, ob man dazu Selbstvertrauen sagen kann oder ich weiß es nicht. Also es ist schon unglaublich, was uns hier geboten wird. Und dann geht es weiter mit einer Verordnungswalze, die genau dasselbe wieder weitermacht. Ohne Grundlage, ne? Weil die Wissenschaft, die Gutachten, die wir da jetzt haben, ne? Man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das schon weiß, jetzt gibt es ein Gutachten von dänischen Wissenschaftlern mit 6.000 Probanden über die Maskenpflicht. Also ungefähr 3.000 haben es ohne Masken und 3.000 mit Masken herumrennen lassen. Im Prinzip waren alle gleich infiziert. Ne? Also das war ziemlich egal, ob jemand eine Maske trägt oder nicht, aber es geht trotzdem mit der Maskenpflicht weiter. Ne? Also man fragt sich wirklich, was da abgeht und was da abläuft. Und wenn man dann so eine Verfassungsgerichtshofsentscheidung liest, die ja auch im Bundesgesetzblatt kundgemacht wird, man muss wissen, jede VfGH-Entscheidung wird ja kundgemacht wie ein Gesetz und eine Verordnung, die wird also im jeweiligen Bundesgesetzblatt kundgemacht und gilt somit auch für die Zukunft. Das heißt, der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber ist an die Rechtsansicht und überhaupt dann auch an die Vorgaben des VfGH, die er da macht, in seinen Entscheidungen gebunden. Aber wie gesagt, die Regierung interessiert das nicht, die machen da einfach munter weiter und es wird halt weiter vollzogen. Ich höre auch hier, dass wieder ein paar Exekutivbeamte sich hier produzieren und meinen, halt eine Maskenpflicht durchsetzen zu können, obwohl der VfGH gesagt hat, das ist alles grundlos. Ich meine, es gehört schon, wie gesagt, es gehört schon einiges an Frechheit dazu, ne? Mit Staatsbürgern so umzugehen und das in einer sogenannten Demokratie. Also ich glaube, unter diesen Voraussetzungen sollte man ein bisschen... den Herrschaften da die Meinung geigen. Ne? Und wie gesagt, die Konstantina, das war ohnehin schon angesprochen, wir waren da im Berg auf einer Veranstaltung, vorgestern war das, ja. Und da kam dieser Bezirkshauptmann daher. Also man ist erstaunt, wer wohl ein Bezirkshauptmann wird. Ne? Also, ja, wie der Personal ausgewählt wird. Also ich weiß es nicht. Also dann hat er zum Beispiel uns gesagt, also, ob wir dann zusammenleben, also die Konstantina und ich. Ne?
Und die Konstantin hat gesagt, das geht sich nichts an. Ne? Und dann sagt er, dann müssen wir ihre Nationalien aufnehmen. Die Konstantina wollte ihm dann noch mehr angeben. Ich bin dann gegangen, aber das war mir einfach zu blöd dann. Also, nein, es ist wirklich. Und die Beamten, die daneben standen, sind, die haben schon ein bisschen so betroppelt reingeschaut. Die haben sich auch ein bisschen geniert schon ein wenig. Ne? Also, nein, also, es ist. Wir haben teilweise ein Niveau im öffentlichen Dienst, das ist erschreckend. Ne? Es ist wirklich erschreckend. Das tut mir leid. Ne? Und das Zweite ist, also dieses portugiesische Gericht, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist auch eine Entscheidung, die in diesem Zusammenhang ergangen ist. Und da ging es um vier Personen, die in Quarantäne waren, die waren da auf den Azoren und haben dann ein Rechtsmittel gemacht, an so ein Berufungsgericht in Lissabon. Ne? Und da hat das Berufungsgericht zwei Dinge festgestellt. Ne? Also man, eigentlich, das Erste ist eine Binsenweisheit. Ne? Sie haben gesagt, ne, nur ein Arzt kann einen Menschen für krank erklären. Ne? Naja, wenn man das jetzt einer vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr gesagt hätte, ne, hätte ich gesagt, na, du bist ein gescheiter Bursch. Ne? Also, das hätte man jetzt nicht gewusst, dass das nur ein Arzt kann. In Tagen wie diesen ist das aber bitte keine Selbstverständlichkeit mehr. Da kommt irgendeiner daher mit einem Test, mit einem Wartebäuschen, fährt in der Nasennummer an und dann sagt er, na, du bist jetzt krank. Ne? Nein, ich meine, es tut mir leid. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, jetzt gibst du mir mal an Beipacktext von diesem PCR-Test, den du da verwendet hast, dann schaut er die auch blöd an. Was ist ein Beipacktext? Ich meine, jedes medizinische Produkt hat einen Beipacktext. Ne? Jedes Pulver, jedes Salberl hat einen Beipacktext. Ich glaube, das wissen wir. Ne? Und ich werde es nicht glauben, auch der PCR-Test hat den. Ne? Vielleicht ein paar werden meine Homepage kennen, mein Blog. Ne? Da habe ich ein bisschen was geschrieben drüber und da gibt es auch einen Beipacktext. Einen habe ich zitiert, das ist die englische Version, und einen habe ich komplett eingestellt, das ist die deutsche Version, und da steht zum Beispiel drinnen, ne, dass bei jedem PCR-Test, den man halt da anwendet, immer auch andere Laborwerte hinzuzuziehen sind und auch also klinische Aspekte, also eine Klinik, eine sogenannte, zu erheben ist. Also das heißt auf gut Deutsch, ich brauche einen Arzt, der irgendwelche Symptome feststellt. Ne? Nur dann ist dieser PCR-Test richtig angewendet. Ne? Geschichte war alles nicht. Passiert nicht. In keinem Quarantänebescheid ist irgendein PCR-Test, also das Produkt als solches genannt. Ne? Es ist nicht genannt, dass man nachvollziehen kann, welcher Hersteller das war, ne? Der dieses Produkt produziert, mit dem er da in der Nasal, also da beglückt worden ist. Ne? Von einem Arzt ist nie was zum Sehen. Ne? Also Ärzte, weiß nicht, wo die sind. Also das ist ja ein bisschen eine eigene Geschichte. Ne? Wo sind die eigentlich, die Humanmediziner? Ne? Ich sehe da immer nur Mikrobiologen, dann sehe ich Tierärzte, die jetzt sind ganz wichtig. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich nur zwei Fies, also nicht vier. Ne? Also, ja, es ist ganz bemerkenswert, dass die Humanmediziner sich da komplett verabschieden. Und dann schreibt ein portugiesisches Gericht, wer krank ist, bestimmt der Arzt. Also wo sind die jetzt? Die Ärzte. Ein Gericht sagt, das müssen Ärzte machen, aber die Ärzte sind nicht da. Ne? Also irgendwas haut da jetzt nicht hin. Ne? Also weder eine Verwaltungsbehörde, ein Gesetz, eine Verordnung oder sonst irgendwer. Und eine Verwaltungsbehörde ist auch die Ärztekammer übrigens. Ne? Das ist auch eine Verwaltungsbehörde. Auch die kann niemanden jetzt für krank erklären oder für gesund schreiben. Ne? Und die kann auch Ärzten nicht vorschreiben, was sie also da jetzt konkret an Diagnosen stellen. Ne? Außer sie begehen konkret eine Berufspflichtverletzung und verletzen also die Regeln der Kunst. Ne? Das muss aber im Einzelfall festgestellt werden aufgrund eines Behandlungsvertrages, der da konkret abgeschlossen worden ist. Ne? Das wird alles vergessen. Ne? Also Leute, so kann ein Gemeinwesen nicht funktionieren. Ne? Und es kann nicht sein, dass man da ein Gericht braucht, was solche Binsenweisheiten feststellt, dass nur ein Arzt feststellen kann, ob ein Mensch krank ist oder nicht. Und das Zweite, was dieses portugiesische Berufungsgericht festgestellt hat, ist auch in Bezug auf PCR-Tests, sind diese komischen CT-Werte. Ne? Also ich glaube, alles, was jenseits von 30 oder 35, jetzt habe ich es nicht jetzt genau im Kopf, also da gibt es ja also diese Amplifikation und da gibt es halt immer diese Durchgänge. Ne? Und alles, was jenseits dieses CT-Wert 30 oder 35 ist, ist praktisch zu 100% falsch. Ne?
Aber das wird munter weitergemacht. Ich hab gehört, es gibt Labore, die Zyklen machen jenseits der 40 und 45. Ne? Ich meine, da ist nur mehr der Geschäftssinn da. Ne? Also das heißt, ich muss Kranke produzieren, ne? Auf Teufel komm raus, damit die Kasse klingelt. Ne? Ob das uns gut ist, ob das der Gesellschaft gut tut, ob das dem Einzelnen gut tut, interessiert keinen Menschen mehr. Das ist völlig wurscht. Wir sind Objekte eines Geschäfts geworden, aber wir sind keine Menschen, die einen Behandlungsvertrag zu einem Arzt abschließen können, die dann aufgrund des Vertrauensverhältnisses, das was wir zu dem Arzt haben, ne, dass der uns dann eben behandelt. Das ist alles vorbei. Und das ist der entscheidende Punkt. Es sollen genau in diese Vertrauensverhältnisse sollen aufgeweicht werden. Ne? Zu einem Anwalt, zu einem Arzt, zu einem Wirtschaftstreuhänder, zu einem Notar, zu allen Freiberufern. Ne? Wo da ein bisschen, sagen wir, ein intellektueller Widerstand bei solchen Dingen zu erwarten ist. Ne? Das ist das Problem und da müssen wir darauf schauen, dass das eben nicht so wird, wie sich die Herrschaften das vorstellen. Das ist einmal die allgemeinen Einführungen. Jetzt muss ich da mal Licht drauf dran. So. Wenn, was jetzt für euch auch wichtig ist, dass man vielleicht ein bisschen über das Verwaltungsverfahren ein bisschen reden muss. Ne? Das ist wieder ein bisschen eine fade Geschichte, ne? das gebe ich schon zu, aber es ist dringend notwendig, damit ihr vielleicht wisst, wie ihr euch wehren könnt in konkreten Situationen. Ne? Wir haben da gemacht, also das war im Oktober, war das, Anfang Oktober war das, haben wir da so eine Veranstaltung gemacht in St. Stephan ob Steins. Ne? Und da haben wir es auf die Titelseite dieses Qualitätspapiers, dieses Kleinformats gebracht. Ne? Das ist also die K-Zeitung, ne? Also die größere, nicht die kleinere, sondern die also in Wien herausgebracht wird. Ne? Und da wurden halt, da gibt es halt diese Faktenchecker jetzt, immer die, ich weiß nicht, warum diese Faktenchecker alle Fakten checken, weil sie selbst offenbar nicht sehr viel wissen. Ne? Aber die Herrschaften haben da jetzt einen Kollegen engagiert und haben halt da gewisse Fragen aufgeworfen, ne? Die ich üblicherweise auch bespreche bei solchen Veranstaltungen. Und die haben sie halt da behandelt und ich gehe da mal kurz diese Fragen durch, ne? Und dann können wir uns gemeinsam anschauen, wie halt diese Fragen behandelt werden. Ne? Ich sage einmal gleich, es ist nicht alles falsch, was drinsteht. Ne? Aber es ist teilweise falsch, vieles ist unverständlich, missverständlich und für Menschen, die nicht vom Fach sind, ne, ist es natürlich überhaupt nicht hilfreich, was da steht. Ne? Das ist eigentlich das Hauptproblem bei diesen Dingen. Ne? Zum Beispiel die Frage 1 wäre, ist ein Bescheid auch gültig, wenn er per E-Mail kommt? Ne? Ja, gut, also ein Bescheid kann ich grundsätzlich zustellen, wie ich mag. Das ist in Zeiten wie diesen auch per E-Mail möglich. Also wenn ihr sowas kriegt, dann müsst ihr euch damit befassen, dass hier ein Behördenakt euch zugestellt worden ist. Der unter Umständen Rechtswirkungen entfaltet. Ne? Also das ist an sich kein Problem. Ne? Das Problem ist halt, es muss halt ein Bescheid sein. Ne? Ein Bescheid hat gewisse Merkmale nach den allgemeinen Verwaltungsverfahrensbestimmungen. Ne? Und da muss er draufstehen, es sollte draufstehen, dass er Bescheid ist, er muss einen Spruch haben, es sollte Tatsachenfeststellungen da sein, es sollte, damit man weiß, worüber überhaupt da abgesprochen wurde, dann eine Beweiswürdigung, eine rechtliche Beurteilung und dann vor allem sollte eine Rechtsmittelbelehrung drinnen sein. Ne? Das sind halt ein paar Punkte, ne, die halt so Schema F da sein sollten, ne, damit man erkennt, was die Behörde überhaupt will von einem. Ne? Also irgendwelche komischen Schreiben, ne, kommen sie jetzt dort hin, weil sie haben jetzt einen Termin für einen PCR-Test oder sie sind jetzt in Quarantäne vom Biss, ne? Das ist gar nichts leil. Ne? Das könnt ihr alles vergessen. Bitte? Ja gut, das ist jetzt das kleinere Problem, ob es unterschrieben sind. Ne? Es geht einfach darum, dass die juristische Entscheidungslogik irgendwie hervorgeht, ne? Dass ich weiß, welcher Sachverhalt hier angenommen wurde und welcher Sachverhalt hier festgestellt, rechtlich beurteilt wurde. Ne? Dass man da ein Rechtsmittel machen kann und dass man durch diesen Bescheid umfassend informiert wird. Und das ist das, was in den meisten Fällen fehlt. Also irgendwelche Anrufe, ne? Zum Beispiel. Ne? Ich habe nichts dagegen, wenn eine Behörde einen Bescheid mündlich erlässt. Das ist an sich nicht das große Problem. Nur es muss ein Bescheid sein. Ne? Er muss genau diese Merkmale haben, ne? die also hier von mir aufgezählt worden sind.
Ich meine, von mir aus kann man die Behörde den Bescheid auch mittels Rauchzeichen schicken oder mit Brieftauben oder sie können auch trommeln, ist mir das völlig wurscht. Ne? Nur es muss ein Bescheid sein. Ne? Also die, wie gesagt, eine SMS, morgen habt ihr einen Termin beim PCR-Test. Ne? Ist nichts. Kann man ohne weiteres ignorieren, braucht kein Mensch zu beachten. Ne? Das bitte sich zu merken. Ne? Die nächste Frage war, kann ein behördlich angeordneter PCR-Test, kann man den verweigern? Ne? Ja, das ist wieder diese typische Frage. Ne? Ein behördlich angeordnet. Ne? Was ist behördlich angeordnet? Behördlich angeordnet heißt wieder im Klartext Bescheid. Ne? Ein Mail, ne? Oder irgendein Zettel, ne? wo irgendwas draufsteht, ne? Ist nichts. Das könnt ihr alle ignorieren. Ne? Es zählt nur der Bescheid und nur der konkrete Hoheitsakt. Das müsst ihr euch merken. Ne? Wenn zum Beispiel der Kollege dann schreibt, ne? Also, was schreibt er da? Wenn ein Test verweigert wird, wie als Covid-positiver Patient behandelt. Ne? Alleine dieser Satz, bitte, der ist unglaublich. Das haben's vom Alkotest haben sie das übernommen. Ne? Wer einen Test verweigert, wird als Covid-positiver Patient behandelt. Ich meine, wenn ich einen Test verweigert, bin ich Patient, da bin ich krank. Ich meine, es ist, ehrlich, die Ausdrucksweise ist ein Witz. Ne? Aber bitte, sowas steht in der Zeitung in Bezug auf einen Kollegen, ne, der das offensichtlich gesagt haben soll. Ich meine, ich weiß es ja nicht, ich war ja nicht dabei. Ist das jetzt Journalismus oder ist das jetzt der O-Ton des Kollegen? Ne? Aber jemanden als krank zu bezeichnen, nur weil er einen Test verweigert hat, finde ich schon sehr stark. Ne? Also ja, stimmt, ich muss das nicht so vorstellen. So, gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Ebenfalls, ne, kann eine behördlich verordnete Quarantäne verweigern? Ne? Dann sagt er ebenfalls Nein drauf. Ne? Aber wie gesagt, das ist das behördlich verordnet. Ne? Wie gesagt, es muss ein Bescheid sein, ein bloßer Anruf. Ne? Sie sind jetzt in Quarantäne vom Biss. Ne? Das könnt ihr alles vergessen. Bitte das immer wieder zu beachten. Ne? Genau, und dann schreibt er nur, also was weiß ich, da gab es ja so strafrechtliche Verurteilungen, weil Menschen eine Quarantäne gebrochen haben. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es davon gehört, ob es da das Übliche ist, da gibt es diese Strafbestimmung 178, 179 StGB, also das Gefährden durch Verbreiten einer Krankheit. Ne? Naja, das Problem ist jetzt wieder folgendes. Ne? Diese Quarantäneentscheidungen ergehen ja wieder aufgrund dieses PCR-Tests, ne? Von dem wir wissen, dass der Beipacktext das gar nicht vorsieht. Ne? Das haben wir ja schon gehört. Ne? Im Beipack steht ja drinnen, dass das nur dann eine sinnvolle Diagnose ist, also eine sinnvolle Unterlage ist für so eine Entscheidung, wenn sie von einem Arzt eben interpretiert wird und zusätzlich Laborwerte bestehen. Ne? Also das heißt, ob ich jetzt krank bin oder nicht, ne? Kann ein PCR-Test nicht also darlegen. Ne? Wie also diese Gerichte zu diesen Verurteilungen kommen, ne? Ich weiß nicht, was der Kollege, der den Beschuldigten vertreten hat, gemacht hat, das weiß ich nicht, offenbar nicht viel, ne? Aber alleine, wenn man den, wie gesagt, wieder den Beipacktext, ne, dieser Produkte, das ist das Wichtigste, das müsst ihr euch immer merken, verlangt bei dem PCR-Test die Beipackzettel. Kein PCR-Test ist für das, was hier gemacht wird, zugelassen. Und das steht da ausdrücklich drinnen, weil die Firmen sichern sich ja auch selbst ab. Ne? Weil die wissen ja selber, dass das alles ein Blödsinn ist. Ne? Denen geht es ja nur ums Geld. Ne? Das ist ja wurscht, die verkauft das Klumpert und was der dann macht, was der Staat dann macht mit diese PCR, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Ne? Diese PCR, das sind dafür nicht geeignet. Und das muss man auch bei Gericht darlegen. Ne? Also das heißt, der PCR, das kann nie eine Grundlage für so eine Verurteilung sein. Ne? Und darum lasst euch davon nicht so einschüchtern. Wenn ihr gesund seid, macht was wollt. Ich sage euch das paar Hart, macht was wollt. Aber trotzdem gegen den Bescheid müsst ihr vorgehen. Ne? Den Bescheid müsst ihr schon anfechten. Ne? Und da liegt wieder so ein bisschen so ein Fehler im Verhalten von vielen Bürgern. Ne?
Weil da heißt es immer, naja, das dauert jetzt 10 Tage, ne? Ist eh wurscht und bis da wieder eine Entscheidung kommt und so, ist das eh schon wieder alles vorbei. Nein, Leute, es ist nicht vorbei, weil ihr könnt wieder zu einem Test vorgeladen werden und der wirtschaftliche Schaden und der gesellschaftliche Schaden für uns alle, der ist gewaltig. Ne? Und wenn alle diese Einstellung haben, ja, dann mache ich nichts und da tue ich nichts und das lasse ich rennen, dann wird das weitergehen. Das wird noch länger weitergehen, wenn wir nichts tun. Und das gehört... Das gehört wirklich bekämpft. Ne? Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu einem sensibleren Thema. Ne? Darf ein Kind aus der Schule ausgeschlossen werden, wenn es sich weigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen? Ne? Da schreibt halt wieder der Kollege, wie gesagt, das ist Oktober, das ist ein bisschen länger her. Ne? Rein theoretisch ja. Ne? Was heißt rein theoretisch ja? Ne? Darf ein Kind von der Schule ausgeschlossen werden? Ne? Ich meine, es gibt ja mehrere Covid-Verordnungen, eine für die Schule und eine fürs allgemeine Leben, sage ich jetzt einmal so. Ne? Und in der Schule war es halt immer so, dass Maskenpflicht besteht und man immer zwingend einen Attest gebraucht hat, um davon befreit zu sein. Also, damit man sein eigenes Kind da eben von diesem Unsinn da bewahrt. Ne? Dazu muss man sagen, dass es ja erstens einmal diese Covid-Schulverordnung schon Gegenstand ist von Individualanträgen beim Verfassungsgerichtshof ist. Also es ist davon auszugehen, dass es der VfGH bald anschauen wird. Ne? Auch in Bezug auf die neuesten Studien hinsichtlich des Tragens von Masken. Das ist also... Scheint mir doch sehr aussichtsreich zu sein, zumal auch in diesem Verordnungsakt wahrscheinlich nichts drin sein wird, weil was soll da drinnen sein außer Unsinn, ne? Oder gar nichts. Also das ist, da kann man also hier doch guter Hoffnung sein. Was konkret jetzt die Situation jetzt betrifft, ne? Ich meine, da hat sich also die Praxis eingebürgert, Atteste nicht anzuerkennen. Ne? Das erkennen wir nicht an. Ne? Also da kommt dann der Herr Lehrer daher oder der Herr Direktor, ne? Oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Gehaltsempfänger, ne? Und sagt, das erkenne ich nicht an. Ne? Gut, so funktioniert das nicht. Ne? Also da würde ich einmal mit der Bildungsdirektion Kontakt aufnehmen und wenn diese Herrschaften ebenfalls nicht spuren, ne? Dann muss man auch hier einen Bescheid anfordern. Ne? Immer das Ganze über einen Bescheid spielen und die Behörde zu einer hoheitlichen Entscheidung drängen. Ne? Weil das ist das, was sie am meisten nervt. Ne? Weil damit fixiert man es, damit fordert man sie heraus und sie wissen ganz genau, dass das dann beim Verwaltungsgericht irgendwann einmal landet. Ne? Und da schaut es dann vielleicht nicht immer so gut aus. Ne? Also bitte das beachten. So, dann habe ich da nur... Was hat er denn noch gesagt, der Kollege? Okay. Zu den Fragen kommen wir gleich, gut? So, und dann gibt es noch zwei Fragen, die auch ein bisschen, sagen wir, ein bisschen Aufregung verursachen. Üblicherweise kann ein Kind in der Schule ohne Einverständnis der Eltern auf Corona getestet werden und dann die zweite, kann ein Kind geimpft werden ohne Einverständnis der Eltern. Ne? Gut, die Antwort ist an sich klar, ich meine, das steht zufälligerweise komplett richtig drinnen. Die Antwort ist nein. Ne? Also diesen Unsinn, den man da teilweise liest, ne? Der da von einer gewissen Frau Bogner-Strauß, die ist da Landesrätin in der Steiermark. Ne? Ich weiß nicht, wie es in Salzburg war, da habe ich jetzt keine konkreten Informationen. Aber dass da Dinge verzapft werden, wie zum Beispiel, dass, wenn es ums Epidemiegesetz geht, ne, dass man da kein Einverständnis braucht, das ist Unsinn. Ne? Das ist immer das Einverständnis der Eltern da, vonnöten und ohne dem geht nichts. So, jetzt bin ich mit meinen Ausführungen einmal fertig. Wenn wer Fragen hat, kann er es halt. Die Hund wird zusammengelegt haben. Ja, du musst schon Vierer kommen, ein wenig, also. Sonst wäre da nichts. Wie was? Registrierten Chip muss ja auch angehen. Ja, warum das? Ja, das schon seit 2 Monaten. Ja, grundsätzlich braucht schon die Genehmigung, also die Unterschrift des Genehmigten, aber das ist ja alles heute elektronisch. Ne? Das wird, es geht darum, ob ein Bescheid unterschrieben sein muss. Ne? Sicherlich muss es einem konkreten Entscheidung sogar zuzuordnen sein, aber in der heutigen Zeit ist es elektronisch. Also die Bescheide werden also elektronisch gefertigt. Ne? Kann ich jetzt aufgrund, wenn ich hergehe und sage, in der Arbeit, ich verweigere einen Test,
ist es dann ganz in Ordnung, wenn mich der Arbeitgeber dann in Quarantäne schickt bzw. kündigt? Einfach so. Naja, der Arbeitgeber kann dich nicht in Quarantäne schicken, weil das könnte nur die Behörde machen. Ne? Das ist... Sicher so, es steht bei uns dezidiert in der Hausverordnung drinnen, wenn wir den Test nicht einwilligen, nachher heißt es, ich werde aus dem Haus hinausgeworfen und darf keinen Dienst machen und bin unbezahlt dann entlassen, sozusagen. Da ja, war ich einmal. Schau du, also direkt zwingen kann dich mit der Arbeitgeber zu einem Test nicht. Das ist immer der erste Punkt. Das zweite ist die Frage der Entlassungen, ne? Die da immer mehr um sich greifen. Grundsätzlich gekündigt, von dem reden wir jetzt einmal, gekündigt werden kann man immer. Das ist nun mal leider so in der freien Wirtschaft. Ne? Das lässt sich nicht verhindern. Entlassen kann man sicher aufgrund eines verweigerten Covid-Tests, also SARS-CoV-2-Tests nicht. Ne? Das kann, also, wenn da zum Beispiel irgendwelche Abfertigungsansprüche, also es kann ja sein, dass es noch Leute gibt, die im alten Abfertigungssystem sind, das ist ja durchaus möglich. Ne? Wenn das also hier der Spiritus Rector ist, also dass quasi das die Absicht des Arbeitgebers ist, sich das zu ersparen, also das kann man sicher einklagen. Ne? Inwieweit man die Kündigung als sozialwidrig anfechten kann, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen, weil es dazu nur keine Rechtsprechung gibt. Das ist leider zu neu. Hätte ich auch noch kurze Frage zum Maskenbefreiung, Attest von Kindern in der Schule, also ich habe heute Rücksprache gehalten mit der Bildungsdirektion Oberösterreich. Die Dame hat mir gesagt, das Attest wird nicht anerkannt, ist ein psychologisches Attest. Und wenn das Attest, also wenn ich vor einem normalen Doktor Attest bringe, das müssen sie anerkennen, hat sie mir gesagt, beziehungsweise nach Rücksprache mit dem Direktor, der sagt, dann gibt es praktisch einen eigenen Zugang für meinen Sohn, einen eigenen Sitzplatz in der Klasse, 5 Meter weg. Er darf in der Pause den Sitzplatz nicht verlassen. Ja. Also da haben wir ja sehr stark bei... Ich weiß schon, was du meinst. Ne? Ja. Also, wie geht man vor? Also ein Arzt muss schon sein, das ist klar. Also ein Arzt muss es schon sein. Punkt 1, Punkt 2, diese ganzen anderen schikanösen Maßnahmen, ne, bei offenem Fenster sitzen oder irgendwo separiert sitzen, was weiß ich, er muss in der Pause in der Klasse sitzen bleiben oder diese Unsinnigkeiten, ne, empfehle ich wieder den Gang zur Bildungsdirektion, ne, und wieder dann schlussendlich sollte hier nicht Abhilfe geschaffen werden mit diesem Unsinn, ne, dass man einen Bescheid einfordert, ob diese Maßnahmen rechtens sind, ne, damit man dann wieder das bekämpfen kann. Ne. Also einfach solche so Maßnahmen, so quasi das mache ich jetzt, weil ich Lehrer und Direktor bin, ne? Geht nicht. Immer, es ist ganz wichtig, ihr müsst immer einen Hoheitsakt einfordern. Ne? Es ist generell so der Fall. Ne? Generell so der Fall, ihr müsst einen Hoheitsakt einfordern, weil daran knüpft der Rechtsschutz an. Ne? Nicht euch abspeisen lassen mit irgendwelchen Unverschämtheiten, ne? mit SMS und Telefonaten und irgendwelchen vollmundigen Ansagen von irgendwelchen pragmatisierten Herrschaften, sondern immer schlussendlich einen Bescheid fordern. Ne? Das ist das Wichtige und den Rechtsstaat herausfordern. Ne? Das ist das Entscheidende. So. Eine Frage noch. Sind die Atteste vom Dr. Eifler weiterhin gültig? Ihr habt ja so lange Probleme gehabt, dass sie nicht anerkannt wurden. Ja, das ist wieder was anderes. Ne? Sie sind natürlich gültig, weil sie dem Ärztegesetz entsprechen, ne? Bis er so lange im Arzt war. Ne? Weil nachher hat er eh keine mehr ausgestellt. Ne? Okay. Ich möchte wissen, wenn, so wie Sie es vorhin gesagt haben, wenn man jetzt einen Bescheid bekommt, dass man zum Beispiel in Quarantäne muss, mhm. Ob man wenn man das beeinsprucht, ob man in der Zwischenzeit dann in Quarantäne bleiben muss oder ja, sagt, schau, solange das, kann. Ich sage das ganz offen, das hängt ein bisschen davon ab, wie jemand gestrickt ist. Ne? Also den Bescheid bekämpfen ist einmal klar. Ne? Das ist logisch, also gegen den Bescheid sollte man immer vorgehen. Wenn man pumperl gesund ist, ne? Und sich nicht schikanieren lassen will, stellt es jeden frei. Ich sage es so, wie es ist. Also das braucht sich ein Staatsbürger nicht bieten zu lassen. Ne? Weil nämlich, ist, wie gesagt, und da kann man wirklich gut argumentieren in einem Fall eines Strafverfahrens, das, man muss die Leute herausfordern, ich sage euch das ganz einfach, weil sonst ändert sich nichts. Ne? Es steht, wie gesagt, was das portugiesische Gericht gesagt hat, es kann nur ein Arzt feststellen, ne? Ob ein Mensch krank ist, ansteckungsverdächtig oder krankheitsverdächtig ist. Ne? Das kann nur ein Arzt feststellen, nicht irgendein Staberltest und keine Behörde, kein Gesetz, keine Verordnung und sonst nichts. Und weil das eben alles nicht stattfindet, hat man ziemlich gute Karten. Und das Zweite ist der BIPOC-Text.
Weil da steht genau drinnen, dass für das das nicht geeignet ist. Ne? Das hat übrigens auch der Erfinder dieses Tests, ein gewisser Gary Mallis, gesagt, ne? dass was er erfunden hat, ne? Nicht geeignet ist, einen Menschen für krank zu erklären oder zu bestimmen, dass das, was man gefunden hat im Körper, nämlich diese Nukleinsäurereste, ne? dass die auch wirklich schädlich sind. Ne? Das ist ziemlich klar. Bitte. Du bist voll. Ja, gerne. Mit welcher Begründung muss bei dem PCR-Test in der Nase herumgestirlt werden? Reicht da nicht eine normale Speichelprobe aus? Muss ich das machen? Und warum eben auch zuerst Drachen, dann Nase oder umgekehrt? Kann man da nicht irgendwas auslösen? Das ist die erste Frage. Meine zweite Frage ist, wie oft muss im medizinischen Bereich die Maske gewechselt werden? Wie lange darf man die aufhaben? Gibt es da Regelungen, dass man da Pausen haben muss? Also das mit der Maske, soweit ich weiß, muss arbeitsrechtlich alle halben Stunden da eine Pause eingelegt werden, aber das ist nicht durchführbar. Sind diese Probleme in Operationssälen im Übrigen auch bekannt, braucht ja keiner glauben, dass dort die Leute nicht umfallen. Und das tun sie nicht, weil es so ekelhaft ist, was sie dort sehen, sondern weil es vom CO2 umfallen. Aber eigentlich müsste das so sein. Wir haben auch dem Arbeitsinspektorat bereits geschrieben, also nicht wir, sondern Professor Treindl, wie das jetzt ist mit dieser Konzentration und Ding, aber das Arbeitsinspektorat hat gesagt, das ist nicht zuständig. Also der öffentliche Dienst ist, Entschuldigung, auf einem Niveau von Subkanone. Und wegen diesen Stabertests, also müssen, ja, wir sind wieder beim Müssen. Eine Therapie oder Diagnostik erfordert in Österreich die Zustimmung des Patienten, wenn wir jetzt einmal Notfälle außen vor lassen. Und ohne diese Zustimmung gibt es keinen Test. Da gibt es auch kein Blutdruckmessen und da gibt es kein Zahnziehen und keine Blutabnahme und da reicht ein Nein. Wo da umeinander gestirrt wird, ja, ist uninteressant. Das ist eh für nichts. Ja, der Test ist bei gesunden Leuten für nichts. Und wisst ihr, warum ihr den PCR-Test nicht gekannt habt vor Corona? Weil das eine sehr teure, ja, im Übrigen kostet der Test in etwa ein 100er. Also könnt ihr euch vorstellen, was da Geld verbraten wird. Das ist eine Spezialuntersuchung, die fast ausschließlich im klinischen Bereich gemacht wird, an schwerkranken Leuten. Also es ist wurscht, was du dort testest. Das ist ja ohne Begründung. Ich meine, man sucht halt, wenn man das vernünftig macht, dann suche ich den Erreger dort, wo er am ehesten sitzt. Und das sind die tiefen Atemwege, also ich würde wohl eher in Hals reinfahren. Aber wie gesagt, es gibt ja keine Indikation bei gesunden Leuten, diesen Test zu machen. Und das ist jetzt auch einmal ein Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen, jetzt wieder mal ein bisschen das Hirn einzuschalten und Indikationen zu stellen und nicht irgendwas in einem Panikmodus zu machen. Ich brauche ja eigentlich kein Mikro, ich rede jetzt extra leise. Also ich habe keine Kinder, ich habe keine Beziehung, keine Probleme mit irgendeinem Attest, das man mir verlangt hätte oder irgendeiner Testung, die ich machen hätte sollen. Aber ich bin seit geraumer Zeit als nicht systemrelevanter Mensch gezwungen zur Untätigkeit. Ich darf einkaufen gehen, ich durfte bis vor kurzem auch noch in normale Geschäfte, inzwischen ist das ja etwas eingeschränkt. Im Baumarkt wird man inzwischen krank, im Elektromarkt auch, im Supermarkt scheinbar nicht. Sehr nett vom Virus. Meine Frage ist, kann man einen Unternehmer, der ja Arbeitgeber und Steuerzahler in Österreich ist, tatsächlich so mir nix, dir nix, seine Existenz wegnehmen und sagen, ja, wir haben zwar keinen Beweis, dass sich die Leute bei dir jetzt tödlich infizieren, wir haben auch keinen Beweis, dass es in dieser Branche unbedingt der Fall ist, aber wir sperren jetzt einfach mal zu. Kann man das anfechten, beziehungsweise was ist zu erwarten, wenn sich jemand da nicht dran hält? Ja, ich habe diese Frage ohnehin schon teilweise beantwortet, weil der VfGH hat ja gesagt, ne, bei dieser Verordnungsprüfung, ne, der Verordnungsakt ist leer. Ne? Also, grundsätzlich, wenn wir eine tödliche Seuche hätten mit einer entsprechenden Übersterblichkeit, wo dann wirklich jeder jemanden kennt, der und so weiter, wie unser Ohrwaschelkaktus da von sich gegeben hat. Ne? Also dann,
dann könnte man das irgendwie verfassungsrechtlich noch begründen. Würde mir aber auch schwerfallen, weil bei einem Gesundheitssystem, wie wir das haben, müsste das eigentlich auch irgendwie machbar sein. Abgesehen davon hat die Konstantina gesagt, dass es keine Infektionskrankheiten gibt in industrialisierten Land, was die Allgemeinheit gefährdet. Ne? Also, wir haben ja die Antwort bereits, ne? Weil der VfGA hat ja eindeutig festgehalten, ne? Das Ganze ist ohne Grundlage. Ne? So. Jetzt gibt es aber das Problem, dass nach dieser Entscheidung immer wieder weitere Verordnungen erlassen wurden. Das ist eine Verordnungsdauerwalze. Und das Problem besteht eben darin, dass also wir Anwälte nicht so schnell anfechten können, wie denen die Verordnung einfallen. Und auch der Verfassungsgerichtshof ist da ein bisschen gehemmt, weil der tagt nur viermal im Jahr, drei Wochen. Das sind diese Sessionen da zu jeder Jahreszeit. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und auch da kommt man nicht nach. Und das ist unser Hauptproblem. Ne? Ich weiß nicht, ob... ...theoretisch machen würde, nur eine Strafe bekommen, die einfach mal nicht zahlen, sondern sagen, wir warten, bis der VGH darüber... Ja, das, wie gesagt, man kann das schon machen. Das musste man früher auch machen, solange es diesen Individualantrag nicht gegeben hat, da hat man das früher so gemacht. Ne? Jetzt gibt es eben diese Individualanträge, wo man eben direkt sich an den VfGH wenden kann und direkt individuell, darum heißt das individuell, eine generelle Norm anfechten kann, ohne einen Bescheid zu haben. Ne? Also ich muss mich jetzt nicht strafen lassen, um eine Norm beim VfGH überprüfen zu lassen, sondern ich kann das direkt machen. Ne? Ich kann direkt den Gesetzgeber oder den Verordnungsgeber also in Anspruch nehmen. Ne? Das gibt es, also ich glaube 30, 35 Jahre in Österreich, das war am Anfang nicht so. Ne? Das hat man nachträglich eingeführt, weil man genau diese Problematik erkannt hat, dass man dann, was weiß ich, ein Batzen Geldstrafe riskiert, ne? Die dann auf einem verfassungswidrigen Gesetz beruht hat, ne? Aber und dann war das halt länger in Schwebe. Ne? Und dieser Zustand wurde dann als unzumutbar angesehen und wurde dann dieses Rechtsmittel, also dieses Rechtsinstitut eingeführt. Ne? Ist das so? Vielen Dank für die Antwort und danke für die gute Arbeit. Wieder, ja. Ciao. Gibt es noch Fragen? Wer Fragen stellt, soll bitte vorkommen, damit der Roland das Mikrofon dann verteilen kann. Also ich habe noch eine Frage, und zwar, wieso darf die Regierung Verordnungen treffen, die nicht vorher vom Verfassungsgericht geprüft wurden? Ja, diese Möglichkeit gibt es nicht. Aber wieso ja. denn nicht? Ja, das also, ist ja Wahnsinn, also quasi, so quasi der Minister muss seine Verordnungen dem VfGH vorlegen, damit er keinen Blödsinn macht. Ne? Ja, ist dieser Tage ein berechtigtes Anliegen, ja, das würde ich gar nicht einmal abstreiten, ist aber in der Verfassung nicht vorgesehen. Wir streben ohnehin an, also ich meine, das haben wir eh schon öfter gesagt, dass der Verfassungsgerichtshof, dass der Verfassungsgerichtshof reformiert wird, ne? Weil das dauert einfach alles ein bisschen zu lang. Weil wenn man nämlich eine VfGH, also einen Individualantrag einbringt, dann kriegt man vom VfGH so einen Schrieb zurück, dass er jetzt die Behörde aufgefordert hat, binnen 4 Wochen die Akten fein säuberlich sortiert vorzulegen. Ne? Also ich meine, eigentlich sollte die Behörde die Akten parat haben. Ne? Rudi nicht. Ne? Also, ja, das ist leider so. Das gehört alles ein bisschen mehr gestraft, ne, und ein bisschen schneller gemacht. Es gehört Eilentscheidungen her. Es gehört eine Senatsstruktur her beim Verfassungsgerichtshof. Und es müsste auch zwingend vorgesehen sein, dass der Verfassungsgerichtshof eigene Sachverhaltsermittlungen macht. Ne. Dass es hier Defizite gibt, das ist richtig. Ne. Ja, eben, da gebe ich da völlig recht. Es gibt da Defizite. Ja, ich gebe da völlig recht, es gibt Defizite. Es wäre ja zum Beispiel noch verkraftbar, wenn die obersten Organe, also die Minister halt, sich an die VfGH-Erkenntnisse halten würden. Ne? Das Problem ist ja beim VfGH, dass der VfGH selbst ja keine Exekutionsgewalt hat. Das ist ein Gericht, was ja nur quasi gescheit ist, ne? Gescheite Sachen macht, ne? Erkenntnisse
so heißt er, dass eine Entscheidung des VfGH von sich gibt und diese Erkenntnisse werden dann quasi im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Das ist quasi die Umsetzung, das ist wie ein Gesetz eigentlich. Ne? Und nur diese Entscheidung ist ja auch für die Regierungsmitglieder bindend. Ne? Nur wird das halt ignoriert. Ne? Das ist halt das Problem. Wir haben halt leider, wie soll man sagen, ja, in die Nähe von kriminellen Zuständen. Das muss man leider sagen. Ne? Naja, wir sind ja ganz oben. Ne? Mehr als Höchstgericht gibt es nicht. Das ist in keinem Land so. Ne? Tatsache ist, dass halt leider die Regierung diese Dinge ignoriert. Ne? Ich habe eine Frage. Warte, ich möchte kurz antworten. Du hast gesagt, warum gibt es keine oberste Gewalt? Also der Verfassungsgerichtshof ist quasi die oberste Gewalt, aber der Souverän sind wir. Wir sind eigentlich die Staatsgewalt und wir haben es abgegeben zu treuen Händen. Und das wird missbraucht. Und deshalb muss das wieder zu uns zurück und jeder muss sagen, okay, du hast Schindluder getrieben, lieber Staat, ich meine, der Staat sind wir, muss man auch sagen, auf dich kann man sich nicht verlassen, Regierung, Verfassungsgerichtshof etc. Wir müssen das ändern, weil wir sind der Souverän. Und wenn jeder immer sagt, na der soll tun und der Schießler soll es richten und die Lehrer sollen es richten und die Ärzte und die Anwälte, Irrtum, wir selber müssen uns das richten. Und überdenkt es einfach einmal. Wenn ich höre, ich bin befreit von der Maske, jeder überlegt einmal, was dieser Satz heißt. Ich bin befreit, ein anderer hat mich befreit. Bitte selber machen. Wir müssen das wieder selber machen, in die eigene Hand nehmen und der Regierung, dem Staat, den Behörden sagen, Entschuldigung, du hast Mist gebaut, du missbrauchst deine Gewalt, du belügst uns auch noch. Jetzt ist die Macht wieder bei mir und ich sage, nein, mache ich nicht, bis hierher und weiter nicht. Wir sind der Souverän und das muss wieder, glaube ich, in unsere Köpfe hinein. Ich finde es immer sehr eigenartig, wenn wir Maskenbefreiungen ansuchen, weil dann legitimieren wir die anderen, die Masken tragen zu müssen, oder? Genau. Ja, sag mal nicht unbedingt, aber es ist halt so, ne, dass wir durch unser Verhalten, durch unsere Compliance, sag ich jetzt einmal so, ne, das Ganze sehr stark begünstigen. Ne? Also jeder rennt freiwillig zu Maskentests, ne, und also zu PCR-Tests, ne, und ich frage mich, warum machen die das? Ne? Also mein Sohn ist ja, der ganz guter Schwimmer, der ist ja unten im Stadion ist ja diese Teststraße im Praterstadion, ne, und der sieht schon um 6 in der Früh die Leute ausstehen bei den PCR-Tests, ne, der schickt immer Bödeln von ich sage ja schon, die Depperten sind schon wieder da. Ne? Also, es ist aber leider so, die Leute die rennen freiwillig zu diesen blöden Tests, ne. Ich meine, es gibt schon Herrschaften, man muss schon so ehrlich sein auch, ne? Die erhoffen sich dann Urlaub. Ne? Ich bin eh gesund, gehen wir mal testen. Roman, ja? Wir haben eine Frage noch, ganz kurz. Ja, bin eh schon da, ja. Aber ganz kurz, ich möchte es nur fertig sagen. Okay. Also es liegt schon an uns auch, ne? Ob man da, also was in diesem Land passiert. Ne? Und ja, in diesem Sinn, bitte. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, mit 1.9. ist ja so ein Epidemiegesetz verabschiedet worden. Und da gibt es uns einen Absatz, und das ist mir ein bisschen unklar. Und zwar geht es darum, dass grundsätzlich Leute keine Medikamente einfach verabreicht kriegen dürfen, die was irgendwo in einer Unterbringung sind oder so. Und da gibt's jetzt, da habe ich irgendwas gelesen, dass das die Ausnahme ist, wenn man mit SARS-CoV-2 infiziert ist oder so. Ich weiß nicht, ist das nur da oder ist das auch schon gekippt worden? Ja, soweit ich jetzt weiß, geht es darum, die Teilnahme an Studien. Ne? Aber schon. Ne? Und das ist an sich immer an die Einwilligung gebunden, also, soweit ich das jetzt weiß. Ne? Also was ich, so Impfpflicht oder Medikamente, Einnahmepflicht, also gibt es in Österreich so noch nicht. Ne? Also sag jetzt einmal. Ne? Also da kann ich vorerst einmal eine Warnung geben. Ne? So, gibt es sonst noch Fragen? Und der Bruder ist in Lenz an einer Herrenschullehrer. Der hat jetzt vor kurzem, ungefähr vor 4 Wochen, einen Schrieb vor die Nase gesteckt gekriegt. Da ist gesagt worden,
wenn er jetzt sich nicht Grippe impfen lässt, dann darf er nicht mehr als Lehrer arbeiten. Ich habe dann ihr gesagt, er sollte sofort bitte mit dem Wisch zu euch wenden oder zum Dr. Bernauer, weil das kann es ja nicht sein, weil das ist eigentlich eine Nötigung. Nicht? Wer hat denn diesen Wisch geschrieben? Keine Ahnung, es ist ihm vor der Schule vorgelegt worden. Anscheinend kommt es schon von oben. Also das ist von der Regierung. Also quasi von als Lehrer, ne? Als Lehrer, ja. Als Lehrer, ne? Wird das halt vom Dienstgeber kommen, ne? Wenn man geht einmal auf, dass er pragmatisierter Beamter ist, ne? Ja, dann soll er sich einen Dienstrechtsbescheid schicken lassen. Ganz einfach. Also das ist immer, das ist ja genau diese Zettelwirtschaft. Ne? Also da kommt irgendein Zettel, ne? In der Schreiben, du hast das zu machen. Ja? Mache ich nicht. Ne? Wenn ich verpflichtet werden soll als Staatsbürger, ne? Dann bitte einen Bescheid. Ne? Das müsst ihr euch merken. Ne? Da genauso. Ah, ich hätte eine Frage bezüglich dieser kommenden Durchcheckung der verschiedensten Lehrkörper bei der Polizei. Was ist da eigentlich Rechtsgrundlage dafür? Und das ist ja eher freiwilliger Natur. Sehe ich das richtig? Naja, so eine spezifische Rechtsgrundlage fällt mir halt nicht ein. Ich meine, die lässt sich in Zeiten wie diesen in Kürze schaffen. Ich meine, das ist, wie soll man sagen, ja, nicht das Problem. Ne? Trotzdem, immer wenn jetzt hier konkrete Anliegen an einen Dienstnehmer herangetragen werden, gilt das Gleiche, was ich jetzt vorher gesagt habe. Ihm einen Bescheid anfordern, den dann wieder anfechten und schlussendlich vor die Höchstgerichte bringen. Ne? Das Problematische dabei ist ja an und für sich, die Durchführung dieser Tests soll ja anscheinend das österreichische Bundesheer durchführen. Ich meine, das ist ja überhaupt... Ja, konkretes weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber es gibt definitiv keine Rechtsgrundlage, bisweilen. Bisweilen nicht. Danke. Und wenn es eine gibt, immer konkret den individuellen Rechtsakt einfordern. Zumindest unterstützen Sie die Tests. Hallo, eine Frage habe ich, und zwar, es gibt scheinbar ein Volksbegehren, das was für die Impffreiheit ist. Wie relevant ist das? Naja, gut, also Volksbegehren in Österreich ist ja ein Kapitel für sich. Ne? Also ich meine, erfahrungsgemäß bewirken Volksbegehren in Österreich nichts. Ne? Auch wenn da Hunderttausende unterschreiben. Ne? Damit, glaube ich, ist die Frage fast beantwortet. Ne? Also das wird sicher nichts bewirken. Ne? Aber unterschreiben ist jetzt mal kein Fehler, ne? Sag ich jetzt einmal. Ne? Bitte? Ja, das war eine Volksabstimmung, kein Volksbegehren. Ich habe jetzt eine Frage an politisch Gewandte. Kann nur die Opposition die Regierung entlassen oder gibt es da für uns auch wirksame Möglichkeiten? Ja, die Opposition kann keine Regierung entlassen, also das geht nicht. Ne? Muss auch gehen. Das kann nur ein Misstrauensantrag im Parlament, der die Mehrheit hat, oder der Bundespräsident selber. Sonst geht nichts. Die Opposition kann da gar nichts. Die kann nur zuschauen. Ne? Na, und für uns können wir da auch was machen, wirksam. Ja, schauen Sie, wenn Demonstrationen zu Hunderttausenden stattfinden, dann wird das vielleicht was bewirken. Diese kleine Versammlung wird nichts bewirken. Ne? Das ist ja unser Hauptproblem, weil die Leute den Internet hochkriegen. Ne? Jeden Tag Nein sagen. Es reicht. Fragt nicht den Schießler. Aber der Schießler wird es nicht reißen. Fix nicht, und alle die Rösche und alle die. Nein, sudert es nicht umeinander. Nein. Ich weiß nicht. Wahnsinn. Gut. Ja, grüß euch, Oberndorf. Erstmal geil, dass ihr da seid. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe noch nie eine Maske getragen und habe auch keinen Test, weil so wie die Frau Doktor sagt, ich befreie mich selber. Bin auch schon im Geschäft da gestanden, wo Polizisten drinnen waren, die haben auch nichts gesagt. So habe ich eine Frage, wenn ich mal auf so einen gescheiten Polizisten triff. Mhm. Und der will mir einen Strafanhänger. Cool, ja. Ist zahle ich nicht. Ja, wieder auch eine Strafe ist ein Bescheid, ne? Und das wieder gerade bei der Maskenpflicht ist, das sind die Dinge, wo man dann sehr günstigerweise eine Reihe von Gutachten gibt, die Sinnlosigkeit des Ganzen bestätigen. Ne? Also das kann man berechtigterweise durchfechten. Ne? Das kommt nicht immer darauf an, ich sage es jetzt ganz offen, wo man... Bitte?
Naja, ganz einfach auf die Verfassungsgerichtshofsentscheidung hinweisen, dass das eben, dass der Verordnungsakt leer ist, dass da nichts drinnen steht und die neuesten Gutachten, also die es gibt. Diese dänische Studie zum Beispiel, die halte ich für sehr fundiert, ne? Das kann man anführen, also da gibt es einiges, was man sagen kann. Ne? So. Gibt es noch was? Ah. Na gut dann. Also, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wünsche ich jetzt meinerseits einen schönen Abend. Ne? Ich hoffe, es war einigermaßen informativ und vielleicht ein bisschen unterhaltsam und ein bisschen aufmunternd. Ne? In diesem Sinne. Ne? Schönen Abend. Okay, dann fahre ich jetzt nicht. Warum? Ist ja vorbei, oder? Ja, vielleicht. Grüße euch, liebe Oberndorfer. Freut mich, dass ich da heute auch kurz die Gelegenheit bekomme, was zu sagen. Wer mich vielleicht noch nicht kennt, mein Name ist Yasin Schwarz. Ich komme aus Wien, bin 41 Jahre alt, war 7 Jahre lang selbstständig im Bereich Sicherheitstechnik und über 30 Jahre lang im Sport tätig. Als ich meine Gewerbeprüfung abgelegt habe, hat uns die Innung eines eingebläut. Und zwar, macht niemals Geschäft mit der Angst eurer Kunden. Das macht aber unsere Bundesregierung. Und ich sage euch, ihr braucht keine Angst zu haben. Niemand tut euch was. Und weil da gerade ein paar Fragen waren, wie muss ich mich impfen lassen, muss ich mich testen lassen, ich stelle eine Gegenfrage. Wollt ihr euch testen lassen? Nein! Wollt ihr euch impfen lassen? Nein! Dann bitte tut es einfach nicht und sagt auch zu diesen Herren, die zu euch kommen, einfach nein! Sie haben absolut kein Recht, euch in irgendeiner Art und Weise zu berühren oder zu vergenusswursteln, irgendeinen behinderten Test zu machen, der nichts aussagt. Ja? So ist es! Liebe Leute, es ist Zeit aufzustehen, ja, für euch selbst, für eure Kinder, für eure Großeltern, für die Armen, für die Schwachen und für die Alten. Denn die haben im Moment überhaupt keine Stimme. Ja, wir können da herkommen und darüber diskutieren und auf eine Demo gehen. Viele alte Menschen sind zurzeit in Quarantäne und dürfen ihr Seniorenheim nicht verlassen, ja. Wir müssen mehr Gas geben. Deswegen bin ich heute auch mit meinen Jungs aus Wien hierher gekommen. Ja? Ich sage euch was. Es hat uns niemand eingeladen. Ja? Wir sind einfach gekommen. Und ich sage euch, wir müssen aktiver werden. Denn die Zeit läuft uns ab. Die Regierung drückt permanent auf die Angst- und Paniktaste. Und je länger diese Geschichte voranschreitet, umso schwieriger wird es wieder rauszukommen. Deswegen mein Appell an euch, vernetzt euch, informiert andere Menschen über Veranstaltungen, nehmt sie mit auf diese Veranstaltungen, das ist nämlich erste Bürgerpflicht. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Im Moment gibt es nichts Wichtigeres, als Leute zu informieren, dazu bewegen, hierher zu kommen und zu sehen, wie viele Menschen es eigentlich schon sind, die diesen Schwachsinn satt haben. Ich nehme an, es gibt viele Eltern heute hier. Ja? Ich habe einen ganz besonderen Freund mit, der hat auch zwei Kinder. Diese Kinder sind maskenbefreit in der Schule und die wurden diskriminiert. Das ist der Cosmin. Der hat zwei Kinder, 7 und 9 Jahre alt. Die wurden diskriminiert in der Schule, durften nicht am Singen teilnehmen und so weiter. Und ich finde, er hat was ganz Cooles gemacht. Ja? Er hat sich einfach die Direktorin zu sich geholt und die Lehrer. Hat ein Gespräch eingefordert. Die haben dann herumgewurschtelt, wie immer, und sie müssen irgendeine Lösung finden. Und dieser junge Mann,
steht auf für seine Kinder und hat gesagt, Strafgesetzbuch, das ist die Lösung. Ich mache Sie persönlich dafür verantwortlich, wenn meine Kinder einen psychischen Schaden davontragen oder sonst in irgendeiner einer anderen Art und Weise diskriminiert oder anders behandelt wird. Und Menschen, liebe Menschen, das ist unsere Pflicht. Wenn ihr es euren Kindern nicht vorlebt, wie werden die jemals den Mut haben, für sein Recht, für ihre Rechte und für ihre Freiheit einzustehen? Wir müssen ihnen das vorleben. Und ich sage euch noch was, wenn wir nicht alle, wie wir da sind, für unser Recht und für unsere Freiheit einstehen, dann wird das niemand anderes für uns tun. Es gibt keinen Erlöser und wir brauchen auch keinen Erlöser, wenn wir selbst alle unseren Hintern bewegen und endlich laut und deutlich Nein dazu sagen. So ist es! Die Zeit des Postens und Nachrichten verbreiten ist auch vorbei, liebe Leute. Ja? Die Infos sind in allen Kanälen verfügbar. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns schleunigst bewegen. Ja? Ich sage euch was, viele Leute aus Salzburg, ich habe guten Kontakt hierher zum Glück, auch nach Linz, der Stephen Vibro ist auch da, wer ihn kennt. Ja? Wir Jungs vernetzen uns auch. Ja? Ich bin auch ganz am Anfang im Publikum gestanden und habe mir immer gedacht, meine Güte, da stimmt was nicht, da muss doch wer was tun. Ja, hat niemand was getan, dann mach's halt ich. Ja? Und das könnt ihr alle. Ja? Ihr könnt auch Infoabende veranstalten. Ihr könnt bei ja, wir machen das in Wien jede Woche. Wir haben jeden Sonntag einen Infoabend, wo wir neue Menschen einladen, wo wir sie informieren, wo wir ihnen Informationen zutragen und auch sagen, wo die nächsten Veranstaltungen sind und wie sie sich einbringen können. Jeder kann was anderes machen. Ja? Werfen wir all unsere Fähigkeiten zusammen in einen Topf und gehen oder marschieren, wie man es halt auch nennen möchte, voran. Es muss jemand vorangehen. Jetzt werde ich in Salzburg oft, also die meisten Rufe kommen aus Salzburg und viele Menschen wollen eine Demo. Wir machen diese Demo. Ja? Wir arbeiten im Hintergrund schon sehr lange daran. Ja? Das wird eine österreichweite Demo. Da kommen die Linzer, da kommen die Wiener, da kommen die Innsbrucker, da kommen die Bregenzer, die Grazer, die Eisenstädter und die Klagenfurter. Da kommen alle. Ja? Und warum? Weil wir sie rufen. Wir alle rufen sie. Und ich sage euch gleich was vorweg. Sollte diese Demo nicht genehmigt werden, kommen wir trotzdem. Wir brauchen niemand um Erlaubnis zu fragen, um unser Recht auszuüben. Das muss einmal gesagt sein. Das kann uns kein Herr Kurz, kein Herr Angstschober und wie sie alle hassen, die Figuren. Das kann uns niemand verbieten. Ganz wichtig, lernt oder Punkt 1, lest die Verordnung durch. Und nicht nur einmal drüber fliegen, sondern lest sie 5-mal durch, lest sie 10-mal durch. Wer nämlich die Verordnung kennt, weiß, es gibt keine Maskenpflicht. Das wollen die uns einreden, dass es eine Maskenpflicht gibt, aber es gibt keine Maskenpflicht. Ich möchte frei atmen und wer möchte mir das bitte schön verbieten? Dein gottgegebenes Recht. So ist das, dein gottgegebenes Recht, frei zu atmen. Lest die Verordnung und ihr werdet sehen, da gibt es Hintertüren. In jeder Verordnung gibt es Löcher. Und wenn man die ein paar Mal gelesen hat, dann findet man diese Löcher. Und dann kommt man aus jeder Situation. Ich kann euch sagen, es wurde versucht, mich aus dem Bus zu werfen. Ich bin aus der Westbahn geflogen. Ich wurde in der Westbahn verhaftet, weil ich ohne Maske drin gesessen bin. Von 8-Wegerbeamten. Der Dr. Schießler war sogar am Telefon. Und was ist passiert? Nix. Ich stehe heute da
mir wurde kein Haar gekrümmt. Ich sage euch, es kann euch nichts passieren, wenn ihr die Gesetze kennt, wenn ihr die Verordnung kennt. Das ist ganz wichtig, wenn diese Menschen auf euch treffen und sehen, ihr seid informiert und ihr kennt euch aus, dann lassen die von euch ab, weil die haben nämlich keine Ahnung. Die haben sich noch nie die Verordnung durchgelesen. Die kennen auch nicht die Gesetze, Nötigung, Diskriminierung. Ja? Das sind Paragraphen, die ihr euch ganz, ganz schnell anschauen solltet und auch lernen solltet. Gut, ich komme zum Ende. Ich möchte euch zum Abschluss noch einmal sagen, steht auf, habt Mut, traut euch euer Recht auszuüben. Wenn andere Menschen sehen, wie mutig ihr seid, Mut ist ansteckender als jedes Virus. Glaubt es mir. Ich erlebe das jeden Tag. Jetzt erkennen mich ein paar Menschen schon und wenn sie mich sehen, reißen sie sich die Maske aus dem Gesicht und sagen, jetzt kann ich endlich ohne Maske Zug fahren, einkaufen, was auch immer. Das hat aber in Wirklichkeit mit mir nichts zu tun, das könnt ihr so auch. Ja? Das könnt ihr so auch. In diesem Sinne, habt Mut, steht auf, vernetzt euch und werdet aktiv. Das ist ganz wichtig. In diesem Sinne, du hast noch eine Frage, bitte gerne. Wo steht das drin mit den ganzen Verordnungen? Da gibt es die Seite Rechtsinformationsservice, da kann man sich das anschauen, da gibt es alle Urteile auch vom Verfassungsgerichtshof und wenn du eingibst in Google oder nimm da besser eine andere Suchmaschine, da gib einfach ein Covid-19-Verordnung und du findest das. Ja? Ist nicht so schwierig, findet man alles im Internet. Also in diesem Sinne, habt Mut, steht auf und wir beenden gemeinsam diesen Schwachsinn. Dankeschön. Als nächstes darf ich euch den Steven ans Herz legen. Oder? Wer ist dran? Du bist dran, Entschuldige. Er hat mir den Impuls gegeben, dass ich mich Burghausen jetzt Wochenende hinstelle mit ein paar Leuten. Und danke an euch, dass ihr gekommen seid. Danke für den politisch unkorrekten Sammelplatz und warum ich eine Maske aufgehabt habe. Das ist, weil Leute Fotos machen und dann kriegen wir Pressesprecher. Mann, die Nazis waren da. Gell? Wir sind keine Nazis und deshalb habe ich eine Maske aufgehabt, weil ich anonym bleiben will. Ja? Also, dass man das nicht falsch versteht. Die Demo in Nordeding, die war super. Da habe ich einen Impuls von dir dann weitergeben dürfen. Also, Mut steckt wirklich hoch. Und wir Pendler stehen da auf, weil wir der Politiker mal zeigen wollen, dass politische Grenzen noch nie was Positives gebracht haben. Möchten Sie uns jetzt echt verzeihen, wenn es da zutun, dass der Virus verschwindet, sind die deppert oder was? Ich meine, jetzt sind wir nicht besser. Ja? Dann schaust du die Symptome auf dem Bundesministerium an, gell, für Gesundheit und Soziales. Ich habe mir gedacht, ich glaube, ich tram. Gell, ich komme wirklich aus einem Tourismusgebiet, gell, da wo es dauerhaft vier war, jegliche Seuchen, weil die zahlen da alles daher. Aber dass da mein Krankenstand gehen dürfen, der hat gesagt, du kommst mal, weil sonst bleibst du überhaupt daheim, da brauche ich dich gar nicht mehr. Ja? Da bist du mit Fieber, mit Schnupfen, mit Durchfall, mit alles bist du arbeiten gegangen, weil sie die braucht haben. Ja? Und da liest die Symptome durch. Nebenbei, die Kinder werden Emotionszombies, weil sie dauerhaft einen Fetzen im Gesicht haben. Nicht? Und nebenbei hängen sie die an und hängen sie nach der Reihe auf, lassen sie scheiden wegen Durchfall. Ja, die Symptome sind ja ein Wahnsinn. Die Verhältnismäßigkeit ist wirklich zum Schreien. Für den Kopf, für Müdigkeit, Halsweh, da hängen sie an. Das geht ja wieder weiter. Aber Kinder, die was Emotionszombies sind, Existenzängste, Arbeitslosigkeit, das geht nicht nach drei Tagen wieder weg. Denkt es einmal bisher nach. Das ist ein Wahnsinn. Danke. Ja, hallo, grüß euch, liebe Menschheitsfamilie. Vielen herzlichen Dank an jeden, der da ist. Wir haben schon gewonnen. Es ist gewonnen und jetzt sehen wir das Ganze zum endgültigen Konklusion einfach ausspülen. Ich bin der Steve, ich bin jeden Freitag in Linz. Wir waren am Freitag zum 29. Mal draußen. Bravo! Und die sind fertig mit uns. Wirklich fertig. Wie der zweite Lockdown ausgerufen worden ist, hat der Bürgermeister von Linz einen persönlichen Brief
an den Veranstalter, an den Florian, schicken müssen. Und den hat er persönlich jemanden bringen lassen, weil die einfach fertig sind mit uns. Der Linzer Bürgermeister hat seinen Kopf hinhalten müssen, weil es einfach komplett außer Rand und Band ist. Und das Problem sind wir, weil wir unkontrollierbar sind. Weil wir es einfach machen. Jede Woche. Jede Woche. Und ich bin schon langsam von mir selbst gelangweilt. Weil ich hab Mathematik und Geschichte auf Lehramt studiert. Bis 2017. Und dann habe ich von den 5G-Netzen erfahren. Den Ausbau von 5G-Telekommunikationstechnologie. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Die wollen eine komplette digitalisierte Gesellschaft kreieren. Wie wollen sie denn das machen? Die wollen ein Sozialkreditsystem, so wie in China haben. Okay, das ist Facebook fürs Bankkonto, wo du nicht nur Likes kriegst. Und wenn du was sagst, das was die Behörden, die Autoritäten nicht taugt, dann wird der Konto einfach abgeschaltet. So läuft es. Das nennt sich Technokratie. Und das wollen sie überall installieren. Und 2019 bin ich quer durch Österreich unterwegs gewesen und habe Vorträge zu 5G gehalten als Nicht-Experte. Ich bin kein Experte, ich bin Mensch. Und ich kann denken. Und es ist ganz wichtig, ein jeder Mensch hier hat einen Wert, einen enormen Wert. Und wir müssen an uns glauben. An uns selbst. Und wir haben schon gewonnen, indem wir jetzt da sind. Und das machen wir jetzt ein paar Mal, weil das macht Spaß. Das nächste Mal holen wir sich die Getränke mit und machen wir uns eine Gaudi. Es geht ums Leben. Wir sind nicht da, dass wir irgendwelchen Befehlen gehorchen, sondern wenn einer an einen Wahn leidet, dann nennt man es Geisteskrankheit. Wenn viele an einen Wahn leiden, dann nennt man es das neue Normal. Das ist das. Das ist alles. Und da spielen wir einfach nicht mit. Und mir ist ganz wichtig, dass unter allem ist eine Lernlektion. Und Corona ist nicht von irgendwo dahergekommen. Ich habe neben dem Studium Journalismus gemacht und habe Artikel geschrieben für ein Magazin. Und was da abgegangen ist in der Welt, wisst ihr, was in dieser Welt passiert? Das ist organisiertes Verbrechen. Das ist das, was es ist. Für was braucht der Verfassungsgerichtshof Monate, dass er Verordnungen prüft? Das ist Theater für die Massen. Das ist Kriminalität. Und ihr seid da mit dabei. Und eins ist nämlich wirklich wichtig. Diese ganzen Verordnungen sind keine Gesetze. Warum nicht? Ich sage euch eins. Alles in dieser Welt, dieses System, in dem wir sind, ist alles Vertragsrecht. Ein jedes Gesetz ist ein Vertrag. Und ein jeder Vertrag muss versichert sein. Wenn ein Vertrag nicht versichert ist, dann ist derjenige, der es herausgibt, der Herausgeber der Verordnung, Herr Anschober, ich hoffe, Sie hören zu, in der privaten Haftung. Weil es nicht versichert ist. Wie wollen Sie bitte eine Maske versichern? Kennen Sie es nicht, weil es Schaden verursacht? Wer haftet für Schäden, ist die entscheidende Frage. Und wenn irgendjemand zu euch kommt und euch testen will, oder er will Maskenpflicht, oder jetzt müssen wir euch eine Impfung geben, sag ich eins, schreibt eine Haftungserklärung. Ja, das erkläre ich dir schon, wie das läuft. Und das kann auch jeder machen, okay? Ich renne nicht zum Anwalt und sage, kannst du mir bitte eine Haftungserklärung schreiben? Ich habe am 23. Oktober über eine Haftungserklärung an den Herrn van der Bellen abgegeben. Warum kann ich das? Weil ich mir's trau. Weil wir da einfach nicht mehr mitspielen. Und das neue Normal von Corona, dieser Wahnsinn, ist entstanden vom Normal davor. Es ist nicht korrekt, dass man seine Stimme abgibt, alle 4 Jahre, und seine Verantwortung abgibt an organisiertes Verbrechen, und dann bekommt man diese Früchte halt. Dann bekommt man das, was wir jetzt haben. Und jetzt hat es ein paar Monate gebraucht und jetzt sind wir da. Hey, ich danke jedem Einzelnen, der was da ist. Ihr seid das Zeichen für die ganze Welt. Und Österreich ist ein kleines Land und wir holen uns das Land zurück. Alles wollen wir zurückhaben. Wir wollen das ganze Geld zurückhaben von euch Bankstern. Ihr habt das ganze juristische System habt ihr eingenommen. Der Lissabon-Vertrag von der Europäischen Union 2009 hat alle Verfassungen abgeschafft.
Und das Buch habe ich von einem Juristen gelesen, der unter einem Synonym schreibt und das Schritt für Schritt erklärt, dass das ein Ermächtigungsgesetz war. Der Lissabon-Vertrag, das sollte nämlich eigentlich die europäische Verfassung sein. Was ist das kriminelle Mafia-Netzwerk? Die Europäische Union. Das World Economic Forum. Es geht nicht um Corona. Es geht um The Great Reset. Der Klaus Schwab, der ausschaut wie einer von einem Gangsterfilm. Yeah, we gonna have the Great Reset. And Corona is perfect opportunity. Ja, für was? Für ein digitales Kontrollsystem durch 5G. Es hat einen Grund, warum man 5G niemals ansprechen darf mit Corona. Das ist Militärtechnologie. Das ist niemals auf Sicherheit getestet worden. Wer testet einmal ein Waffensystem auf Sicherheit? Und ich sag nur eins. Wir haben schon gewonnen. Wir haben schon gewonnen. Glaubt's an euch. Schaut's denn auf die Experten hoch. Schaut's denn auf mir hoch. Ich war genauso da und hab Angst gehabt davor, dass ich vor andere Leute rede. Wir schaffen es gemeinsam. Und wir müssen unser Land zurückholen, weil es ist von Kriminellen eingenommen worden. Das müssen wir checken. Und ich hoffe, ich habe keinen verletzt mit dem, was ich sage, weil ich sage einfach nur eins. Fragt's warum. Es ist Zeit. Wir sind die Macht in dieser Welt. Wir, jeder einzelne Mensch, kein Politiker. Es ist vorbei mit euch. Die Menschen übernehmen jetzt. Jeder einzelne von uns. Weil wir können das definitiv besser machen, als wir alles, was sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Danke. Also ich bin der Toni Huber aus Kirchhain-Schering. Einige vielleicht sind dabei, die mich kennen. Ich bin ja auch schon geraume Zeit unterwegs auf dem Sektor. Aber ich möchte euch bloß ermutigen zu ganz einfachen Sachen, die ich selber erlebt habe. Ich bin zufällig an der Schule vorbeigegangen. Ein Schuh war gerade aus. Und dann kommen die Kinder alle mit Lätschenfetzen aus der Schule raus. Ja, dann sage ich, was habt ihr denn hier vor eurem Gesicht? Dort ist sofort aber, das ist sowas von ungesund. Und dann haben sie es runtergetan. Einer nach dem anderen und gelacht haben sie. Und das müsst ihr ihnen vormachen. Ihr müsst ihnen sagen, dass das alles nicht sein muss, was ihnen da in der Schule aufgeheizt wird. Meine Frau war auf der Demo in München mit mir. Sie ist erkennungsdienstlich vernommen worden, hat eine ganze Stunde gedauert. Mit Foto. Wie ein Schwerverbrecher. Lauter schwarze Polizisten waren um sie rum und haben sie da verhaftet. Und also Unsinn hoch drei. Aber nichts merken lassen. Einfach mitmachen, den Schmarrn, weil irgendwann werden sie selbst die Polizisten merken, dass sie da ein Scheißzeichen machen müssen momentan. Und ich sage euch eins, die Brücken lassen wir uns nicht mehr sperren. Heuer und früher habe ich rumgeblasen zu euch. Und jetzt in Zukunft blasen wir miteinander, da Renten. Ihr habt so hervorragende Blaskapellen. Wo ist denn euer Blaskapellen heute gerade? Die kehren da auf und ummarschieren und blasen. Und ihr habt so gute Musikanten und Sänger. Und ich darf gar nicht Trudinger, wie herrlich das ist, dass ich beim Lambrechtshausener Jägerchor singen darf, dass ich in Salzburg singen darf im Chor. Und gerade schieß mit euch. So. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, weißt du. Und ich möchte mich jetzt bei allen herzlich bedanken fürs Kommen. Es ist super, dass sie so viel ausgerückt sind. Und wir werden sicher weiter da. Der Christoph und ich haben uns zusammengeschlossen. Es ist nicht schwer, dort ist dasselbe, geht's mit und kommt vielleicht auch am Freitag wieder. Freitag machen wir auch wieder was, da stehen wir wieder auf der Brücke, ein bisschen im kleinen Stil, aber da kommt's auch wieder. Und so bauen wir das Schritt für Schritt weiter und mir lässt uns nichts gefallen. Und nochmal danke auch für die Spendenbox, ist auch wichtig, wir müssen das sowieso auf eigene Kosten finanzieren. Deshalb ist es wichtig, wenn wir zusammenhelfen. Ja, da bleibt nichts mehr übrig, als wir euch ein gutes Heimkommen wünschen.
an Christoph ein herzliches Dankeschön für die Veranstaltung. Er ist eigentlich der Hauptinitiator. In diesem Sinne, wie der Jassin gesagt hat, vielleicht in Salzburg, sagen wir uns wieder, oder irgendwo, und wenn es einmal zum Weiterfahren ist, nach Wern, Heldenplatz, das ist ein heißer Typ, den müssen wir nochmal vollbringen. Danke!